Fahrzeug. Nein, aber fast. Wir geben uns doch immer Mühe, dass wir den Monstern verrückte Freak-Namen geben, damit das die Publikum, die Zuschauer... Walhazak. Okay, du verstehst das nicht. Ist nicht so schlimm. Walhazak. Lass mich raten, du möchtest diesen halbgaren Comedy-Part dafür nutzen, die Begrüßung zu machen. Nein, ich will, dass du es endlich richtig aussprichst. Sag mal Walhazak, das ist auch noch falsch. Der heißt Hazak. Walhazak. So. Ja, du bist. Das war ganz gut. So, okay. Nein, wir brauchen eine richtige Begrüßung. Die Begrüßung folgt jetzt von dir. Was? Aber ich bin gerade bei Aufgaben drin. Ich habe gar kein spektakuläres. Nein, du kannst erst der Quest beitreten, wenn alle Leiter Zwischensequenzen angesehen hat. Geht's, geh in das Spiel und bekämpfe dieses Ding. Ich stehe so lange hier rum und. Ja, bin einfach da. War das gerade die Begrüßung? Das war die Begrüßung, weil du musst dich beeilen, die Zwischensequenz, du musst das Vieh finden, damit ich dazu kommen kann. Also ich würde ja die Begrüßung eventuell auch mit Hallo beginnen. Oder Hallo, also beginn. Hallo Leute, so. Hallo. Herzlich willkommen zum heutigen super spannenden Part Monster Hunter mit Tomatenmaft. Maft, das bin ich. Ja. Du bist schon das Monster suchen, ja? Oder? Ich bin das Monster suchen. Wir sind mal wieder auf der Suche nach einem... uralten Drachenältesten und der ist jetzt gerade in Rente gekommen und das bedeutet, dass er ein leichtes Opfer ist. Zumindest ist das unsere Vorstellung. Ja, es ist der Walhack. Wir gehen immer entweder auf die ganz Alten oder auf die ganz Jungen, weil die sich noch nicht so wehren oder nicht mehr so wehren. Kennst du das eigentlich, also, kennst du das mit Robin aus dem Wald? Das war, glaube ich, so eine Sat.1-Comedy-Produktion. Ich glaube, das ist sogar bei Harald Schmidt gelaufen. So ein ganz kurzer Ausschnitt, wo sie Robin Hood verarschen. Also, weißt du, Kevin Costner in dem Film. Ja, natürlich. Und mit dir fange ich jetzt an. Ey, das fand ich so super. Das ist richtig geil. Die können sich kaum wehren. Gestern habe ich in Altenheim und drei Kindergärten überfallen. Ja, das war damals berühmt, das stimmt. Das war eine echt bekannte Szene. Es war auch mega geil. Ich könnte immer noch drüber feiern. Ihr seht mich jetzt gerade ein bisschen im Hub rumspringen, während Kellerbeast fröhlich den Ältesten sucht. Denn erst dann nach der Sequenz kann ich beitreten. Das heißt, ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über Monster aus den Jägernotizen. Spannende Geschichten aus den Jägernotizen. Wow. Okay, ich bin auch gespannt. Ich will was lernen. Übrigens bin ich gerade gestolpert. Eieiei, jetzt muss ich langsam wieder. Hol das Zeug, Mann. Das ist der Drachenälteste Walhazak. Ein grotesker Drachenälteste, der im tiefsten Teil des Tals der Verwesung zu Hause ist. Er nutzt den tödlichen Schwaden in einer symbiotischen Beziehung. Was? Er nutzt die tödlichen Schwaden? Kann das sein, dass du mich gerade voll spoilerst, mein Guter? Liest du gerade genau den Eintrag von dem Drachenältesten, den wir gerade das erste Mal sehen wollen? Und wie haben dir jetzt die Informationen weitergeholfen, selbst wenn es so wäre? Nicht zu fassen. Also ihr müsst wissen, liebe Leute, ich versuche ja dieses Spiel blind zu spielen und die Sachen selbst zu erfahren. Aber der liebe Moft, der hat es wie kein anderer drauf, mir zu sagen, was hier so alles mich erwartet. Soll ich dir eigentlich den Endboss spoilern? Ja, nee, hast du ja quasi schon. Nee, das ist nicht. Aber wir können ja mal solange du suchst, machen wir mal das berühmte Drachenältesten-Raten. Ein schrecklicher Drachenälteste, der auftaucht, wenn andere Drachenälteste in der Nähe sind. Seine Neigung zur Zerstörung ist wohlbekannt. Welcher Smog? Der Gigante. Verdammt, er ist gut. Ein brutaler, das ist so einfach. Dann nehmen wir noch ein paar andere Monster dazu. Dieser große Kampfwurm nährt sich an Erz, indem er mit seinen mächtigen Kiefern Gestein zu Pulver zermalt. Er ist dafür bekannt, mit den Lavasoid über Gebiete zu kämpfen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der mit dem dicken Kiefer halt, ne? Uragan. Ich bin übrigens gerade in der Sequenz. Oh, das heißt, ich kann mich schon bereit machen zum Beitreten. Ich hoffe, ihr habt heute wieder viel gelernt, Kinder, über Monster. Hä? Ach, ich hätte Gegengifte mitnehmen sollen, hä? Nein. Okay. Denn, also ich sehe gerade, ich werde in der Sequenz irgendwie von so giftigen Viechern umzingelt und ich schätze mal... Eieiei. Das seht ihr übrigens beim Kellerbeast auf dem Kanal, wenn ihr da hochgeht, seht ihr jetzt diese Sequenz. Und ich bin aber gleich beim Kampf mit dabei. Ihr könnt auch beide Videos parallel laufen lassen. Das ist völlig verrückt. Manche Leute machen das in der Community. Und ich bin mega stolz darauf, dass die das machen. Das könnt ihr auch. Ihr schafft das auch. Parallel laufen lassen. Parallel liken. Parallel abonnieren. Parallel teilen. Parallel Dislikes verteilen. Löschen. Entschuldigung, was? Das macht wirklich einer von unseren Zuschauern, ne? Ich glaube, der Team IRED ist das. Oder der Team IRED. Der macht das, der nimmt sich einfach beide Videos, schaltet eins stumm, lässt das andere mit Ton laufen und guckt sich das dann von beiden Perspektiven an. Finde ich sehr cool, muss ich sagen. Muss ich sagen. Es hat das quasi dreidimensionales Sehen in 2D. Ja. So ähnlich, okay. Ne? Ja, das ist schon, ja, so ähnlich. Also eigentlich nicht, aber so ähnlich. Aber was macht jetzt deine Sequenz? Was passiert da eigentlich? Ich kann es dir nicht so genau sagen, was das ist. Es ist Walhazak. Walhazak ist ein Wyvern,
oder du sagst, würdest Würm sagen, weil sich das ja genau gleich liest, der offenbar aus Schleim besteht. Sieht ein bisschen untot aus, finde ich. Ich glaube. Aber er hat ja auch, der ist so ein Aasfresser-Würm. Ich hab jetzt müsstest du zu mir kommen. Okay, jetzt komme ich zu dir. Ich habe tatsächlich ihn den Zombie-Drachen getauft. Nach guten alten Yu-Gi-Oh!-Karte. Und ich habe ihn schon gemountet. Sehr gut. Ach, der ist schon tot, wenn ich einkomme, oder was? Nee, nur halb tot. Ja, fast. Nur halb tot. Ich hoffe, du hast mir was in der Kiste gelassen. Nee, kann ich nämlich gar nicht. Denn die wird erst für zwei Spieler aufgefüllt, wenn du auch dabei bist. Wenn du dich einloggst jetzt in mein Spiel, dann kriegst du neue Items in die Kiste und so haben alle was davon. Ich bin bereit zum Aufbruch. Ja, ich habe leider noch kein Notsignal geschickt. Nein, kein Problem, da brauchst du gar nicht. Bei mir läuft noch die Vorbereitung. Es lädt noch. Solange unterhalte ich mich mit einer sehr adrett gekleideten Jägerin. NPC, natürlich. Sonst reden mit mir keine Frauen. Bereit zum Aufbruch. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwo... Uiuiui, ich brauche erstmal eine halbe Sekunde Zeit, um überhaupt ein Notsignal ausschicken zu können. Nein, kein Problem, Boss, ich bin doch schon auf dem Weg. Du brauchst doch gar kein Notsignal. Ich kann doch deiner Quest joinen. Ach so. Übrigens, der hat noch unten gespuckt. Noch eine kleine Notiz, wenn du die Quest beendet hast, ne, und du kommst trotzdem wieder in das Gebiet zurück, kannst du auch von dem Gebiet aus dir Quests auswählen. Das habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe gedacht, man muss immer zum Hub zurück. Muss man aber gar nicht. Oh, ich lande mitten im Gebiet. Ja, geil, habe ich Bock drauf. Huch, was hat er gemacht? Meine Lebensenergie ist ganz gering gerade. Du wolltest nicht gespoilert werden? Ich habe dich nicht gespoilert. Also der nimmt den Buff irgendwie weg, oder wie? Nein. Willst du jetzt gespoilert werden oder willst du es selber rausfinden? Huch, da ist gerade noch was kaputt gegangen. Was heißt gespoilert werden? Da hat offenbar eine Fähigkeit, womit ich meine Lebensenergie verliere. Also ja, meinen Buff. Das ist richtig. Also soll ich jetzt die Info droppen oder nicht? Ich warte nur auf deine Freigabe, mein Freund. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Es gibt offenbar einen Debuff, der das einfach reduziert. Nein. Und da bräuchte ich jetzt... Nein. Sondern, ich bin dann erzähl's mir halt. Du willst mir unbedingt das spoilern, ich weiß. Nö, ich lass das jetzt. Du kommst schon noch drauf. Du bist ein cleverer Mann. Mittleren Alters. Oh, Kacke. Ich bin jetzt vor allem gleich tot. Das ging aber echt schnell. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen auch zu dir zu kommen. Ja, das wäre echt nett. So. Ich überlege noch, wie ich da hinkomme. Das ist mein Problem gerade. Ich folge einfach den blauen Käfern. Ich halte das für einen sehr schlauen Gedanken. So. Aber fürs Publikum kann ich es gerne erzählen. Diese Fähigkeit, dieser Drache besitzt, er erzeugt sein eigenes Miasma, oder wie es heißt. Miasma, ja. Mit dieser Fähigkeit kann er es ähnlich machen, was hier im Gebiet immer ist. Dieser Schleier, der dir die Energie halbiert und er dauerhaft Energie abzieht. Daher sollte man, bevor man losgeht, Dekorationen, Miasma-Dekorationen geben. Von denen hatte ich zufällig, bevor ich die Quest gemacht habe, wirklich schon 4 Stück. Hab die voll ausgerüstet und hab dann kaum diesen Effekt gespürt. Das wäre auch was für dich gewesen. Ich glaube, davon habe ich keine einzige, wenn ich ehrlich bin. Aber ich merke gerade, ich habe meinen Buff wieder zurück, also meine Lebensenergie ist zurück. Richtig, du kannst das wahlweise auch eine Nullbeere essen, dann kriegst du alles auch. Dann wird es aufgehoben. Okay. Nullbeeren habe ich leider auch nicht dabei. Dabei habe ich doch vor der Aufnahme gesagt, nimm Nullbeeren mit. Und du hast gedacht, das wäre eigentlich ein Spaß gewesen. Du, ja. Ich hatte es doch gesagt. Habe ich so gesagt, so. Ich bin auf dem Weg. Ich habe noch ein bisschen unterwegs ein bisschen was aufgesammelt, zugegeben, bevor du dann wieder mein Video siehst und dann sagst, was macht er die ganze Zeit? Er farmt. Ja, okay. Du darfst aber jetzt, ich erlaube es dir. Jetzt sollte ich trotzdem mal hingehen, sonst schalten wirklich alle neue Leute noch ab und sagen, das Kellerbeast, der kämpft allein spielen. Das Kellerbeast kämpft die ganze Zeit gegen dieses spektakuläre Megamonster und ich zeig dir nicht und laufe nur wie blöd durch die Gegend und farme. Ja, das stimmt auch. Oh, Kacke. Er hat mich wieder voll gemiasmat. Miasma. Aber diese roten Kristalle sind so schlecht zu widerstehen, Leute. Ich kann da auch nichts dafür. Sie leuchten rot. Du bist echt keine sehr große Hilfe gerade. Nein, gerade bin ich noch gar keine Hilfe. Aber das wird sich ändern, wenn ich mit... Okay. Danke dafür. Bitte sehr für. Bitte sehr. Ich bin gerade gestorben. Nun. Nun. Ja. Wir hunten zusammen heute, Leute. Ich gehe jetzt deine Leiche looten. Ja, das ist nett von dir. Ich guck mal, ob ich... So, darf ich vorstellen, der Zombie-Drache, so. Es tut mir leid, ich nimm die volle Schuld auf mich, ich war wirklich keine sehr große Hilfe, im Prinzip gar keine Hilfe. Aber, ja, das stimmt. Ich kann dich leider in dem Moment auch nicht loben oder trösten, weil es tatsächlich keine Hilfe war. Aber ich verzeih dir, ich habe keinen richtigen Grund, aus dem ich dir verzeihe, aber ich verzeih dir einfach mal. Du hast sonst keine weiteren Freunde, mit dir Monster Hunter spielen, ich weiß das. Und deswegen kann ich mir auch ein bisschen was rausnehmen. Aber trotzdem, entschuldige mich. Du hast nicht nur mich gerade im Stich gelassen, sondern mich auch noch direkt danach beleidigt. Ich denke mal, heute ist kein guter Tag für uns beide. Ach Quatsch, wir werden kein Team heute bilden. Wir werden heute nicht, es wird unserer Freundschaft nicht gut tun und keiner von uns wird glücklich nach Hause gehen. So. Kann das sein, dass du an der Debris-Flasche genuckelt hast? Komm, lass uns Monster Hunter spielen.
Ich loote gerade, ich kann nicht Monster Hunter spielen. Lässt mich hier einen Stich, Sau. So, okay, da rennt das Ding. Ja, nee, ich bin gleich da. Okay. Er ist aber jetzt auch nicht besonders spektakulär. Er sieht geil aus, so wirklich Zombie-Drachen-mäßig. Aber er rennt, das Design sehr schön, ja, muss er rennt einfach nur wie gerade wie eine wilde Sau durch die Gegend. Was durch die Stadt. Wie ein wilder Watz. Oh, du bist wieder da. Interessiert sich jetzt wieder nur für dich. Du hast immer so ein einlebendes Wesen. Dem erstmal aus. Das strömt durch die Luft, wenn du so lange halt Kontakt damit hast. Du müsstest wirklich Abstand gewinnen und das ist wirklich. Das geht ja fast gar nicht. Also das ist das ist der Rauch einfach, den er um sich richtig rum hat, ne? Weißt du, woran mich das Ding erinnert? Tatsächlich doch an das blutsaugende. Ein blutsaugendes Ungeheuer. Das Vieh aus Bloodborne. Dieses fürchterliche Vieh Endboss ging. Was man in der Kirche unten findet. Bei der Kirche des guten Kelchs. Du weißt, was ich meine. Die bluthungrige Bestie, keine Ahnung, die mit dem Laken über dem Kopf, die Gift macht. Dran hat ja. Du darfst nicht so nah dran, dann kriegst du Giftschaden, du musst aber nachher, um Schaden zu machen. Und das stimmt, ist dem wirklich so ein bisschen ähnlich. Liest du. Tatsächlich kann man sein Schwänzchen abtrennen und seine Krallen. Ja, das dachte ich mir schon. Aber das ist wieder so einer, der seinen Schwanz so hoch hält. Ja. Das ist. Das bringt dir auch Vorteile beim auf die Toilette gehen. Ja, das stimmt. Das ich wollte es nochmal erwähnt haben. Wir sind ja hier auch zoologisch beauftragt. Selbstverständlich. Wir haben einen Bildungsauftrag und dem wurdest du gerecht. Das muss man wirklich sagen. Als ich Tomatenmann gegründet habe, habe ich gesagt, ich werde den Bildungsauftrag Folge leisten. Und ich bin stolz, das heute immer noch tun zu können. Mhm. Ja, ja. Du solltest. Oh, wir kriegen, glaube ich, gleich ganz viel Miasma-Schaden. Nein, ich nicht. Ich habe mich 5-mal mit einem Anti-Miasma-Stein ausgerüstet, deswegen. Wird der bei mir nicht so gut. 5-mal, das heißt, das macht bei dir gar nichts, oder wie? Also hilft das ganz viel, das mehrfach macht? Ich glaube, das reicht schon, wenn du 3-mal das Ganze machst, dass du keinen Jasper-Schaden mehr machst. Aber das weiß ich 100%. Ich habe halt 5-mal viermal diesen Stein ausgewählt, um sicher zu gehen. Ich glaube, ich krieg gar keinen Jasper-Schaden mehr, tatsächlich. Okay, das ist cool. Und deswegen kann ich mich ein bisschen freier bewegen. Das heißt, du kannst also Leute, sollten wir das heute nicht schaffen, und sorry, dass ich den Wort halte. Kein Problem. Sollten wir das jetzt nicht schaffen, dann probieren wir es wahrscheinlich noch ein zweites Mal mit besserer Ausrüstung. Mhm. Wir versuchen es natürlich trotzdem. Ich habe mich eben nicht besonders gut angestellt. Wie gesagt, ich habe dich ja auch im Stich gelassen. Das ist ja auch richtig so. Das lag nicht daran, ich habe mich einfach töten lassen. Ich meine, das ist. Alter. Was ich sagen wollte, tatsächlich, du kannst dich ab und zu mal zurückziehen. Ich brauche das weniger tun aufgrund meiner Ausrüstung. Also gräme dich nicht und gräme dich nicht, wenn der Regen kommt, Gott, so weit hast du mich schon gebracht, ich auch anfangen, ein Let's Play zu singen. Oh, ich bin fast tot. Heile mich, Filme. Ich bin schon angesungen. Heile ihn. Du bist doch gar nicht tot. Nee, ich bin ganz enttäuscht. Ich bin ganz betäubt. Nee, doch nicht. Und was bist du? Oh, Alter. Und schön diese. Nein. Der hat mich in den Säuresee reingeworfen. Das kam wieder geil. Das ist ein Säuresee, da habe ich eben Lebensenergie verloren. Ich habe mich schon gewundert, was das ist. Nun. Jetzt zieht das hier rüber. Wie reicht man diesen Schuss aus? Höhere Ebene erreichen. Tatsächlich gibt es da nicht viel andere Möglichkeiten. Zum Glück hat die Lebenskraftmantel an. Wird mir der noch was helfen? Er rennt gerade auf mich zu. Schwein. Ich komme mal in deine Richtung und versuche zu helfen. Du bist aber okay, ne? Kannst dich bewegen, ne? Ja, ich bin okay. Jetzt muss nur mein Lebenskraftmantel. Der hat mich zum Glück gerettet. Und ich Bam! Bam heißt hoffentlich was Gutes. Bam heißt, ich hab ihn gehauen. Nicht mehr. Nicht mehr, nicht weniger. Hör auf! Lass mich ruhig, ich schaff grad nach. Schwein! Dieses Schwein, der hat's aber gerade ein bisschen auf dich abgesehen, muss ich sagen. Ja, ich hab gar kein Problem. Lebenskraftmantel for the win. Wer es nicht weiß, der Lebenskraftmantel hat den unglaublichen, also wirklich unglaublichen Effekt. Man kriegt keinen Schaden. Über einen gewissen Zeitraum oder wenn man genug Schaden weggetankt hat, dann. So. Vor dem habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen, für diesen Angriff da. Ja, der haut doch bei dir wesentlich mehr rein als bei mir, würde ich sagen. Ja, ich habe leider nicht unbedingt. Oh, ich habe gerade mit einem Schlag 240 Schaden gemacht. Das ist gar nicht schlecht. Er ist, glaube ich, sehr. Am Köpfchen ist er, glaube ich, sehr empfindlich. Er ist ja auch nicht so gut gebaut, der Junge. Ja, der ist so ein bisschen schmächtlicher. Schmächtlich? Schmächterichtlich. Jetzt ist richtig. Also, Walhazak. Nicht Hazak, sondern Hazak. Hazak. Haare am Sack. Ja, oder der ist wahlweise mit Haaren am Sack zu haben. Ich glaube, das bedeutet dieser Name. Der Filmwolf macht mal wieder gar nichts. Der gibt mir keine Energie wieder. Bist du dem schon wieder direkt hinterher? Nein, tatsächlich habe ich wie immer bin den Loot erlegen. Ach so, na gut. Oh. Das Gute ist. Wieso? Das war ja jetzt unfair. Der hat irgendwas da hinten angenommen. Pass auf, du bist schon wieder. Ja, ich geh mal ablenken. Hier gibt's aber auch Vitalitätspflanzen, ne?
Ich wollte ihn noch gar nicht angreifen, ich wollte eigentlich nur schlafen gerade. Immer in die Fresse rein, dummes Bastard, dummes Schwein. So. Das ist der Bastard-Rap. Passt zu dem. Das war ein Rap, echt? Ja, also ab und zu beim Rappen sehen wir ja auch. Das ist völlig krass, das können die Besten, der Besten, der Besten. Der Besten, aha, okay. Also, und das bist du dann, oder was? Wahlweise. Man kann ja nur von den Besten lernen, deswegen versuche ich die Methoden zu imitieren. Das ist so. Ah, okay, ich verstehe. Also es war nicht das Schlechteste, was ich je von dir gehört habe. Aber das Zweitschlechteste. Aber es war trotzdem nicht gut. Kein Problem. Oh, scheiße. So, doch, es war super. Du, wirklich, ich bin ganz stolz auf dich. Ich muss aber zugeben, dass ich diese Stelle mag, dieses Level, einfach aus dem Grund, dass du kannst mounten, ne? Aber du kannst bei einem Mounten leider auch voll in den Säuresee reinfallen. Also musst du ja, um zu mounten. Und das ist gut? Ja, ich finde das originell, sagen wir es mal so. Achso, ja. Dass das Environment eine Rolle spielt. Ja, das stimmt. Oh. Cool. Und, Mist, viel zu weit weg. Da nochmal mit starker Kraft und... Ich habe noch die Hälfte gut, weil ich soll jetzt nicht so forsch sein. Lieber ausweichen. Ich setze mal ein... Ja, das sieht bei dir ein bisschen gefährlich aus. Ich habe hier einen Brunnen der Energie hingelegt. Also, wenn du etwas brauchst. Ja. Okay, dann komm zu mir. Er kommt dann auch ganz zu mir. Das mit der Lebensenergie ist echt gefährlich, ne? Wenn man nicht gegessen hat da, der immer mit seinem Teich hier. Also essen solltest du bei Drachenältesten grundsätzlich, das ist sonst... Ja, das ist schon klar. Meine Frage wäre gewesen, wenn man nicht gegessen hat, wird die Lebensenergie noch weiter reduziert? Also, das ist eine gute Frage, das kann ich dann nicht mehr beantworten. Da habe ich nicht drauf geachtet bei meinem Kampf. Tatsächlich hat er mich getötet gehabt, ich hatte das falsche Essen ausgewählt, aber ich kann nicht sagen, ob es so ist oder nicht. Ja. Ah, okay. Er sieht übrigens aus wie ein alter Fischkopf. Oh, der alte Fischkopf, der mir ständig hier aus dem Weg fischt. Fischnase. Fischkopf. Und das ist... Ah. Alter. Naja, es... Gerade wenn... Der schwanzt mich weg, die Sacksau. Dabei hängt er so hoch. Da kommt einfach nicht so richtig ran. Okay, ich habe jetzt volle Schwertschärfe. Das heißt, ich werde jetzt mal ein bisschen Action machen. Oder ich krieg einfach aufs Maul. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, du kannst ja aussuchen, was du davon. Ah, ich krieg auch aufs Maul. Oh, und voll in den Säuresee rein. Okay, das ist jetzt nicht ganz. Du solltest versuchen zu überleben. Das ist mein Trick. Immer versuchen zu überleben. Klingt gar nicht so schlecht. Von wem hast du den gelernt? Ich weiß nicht, kommt der von Jesus? Ah, nee, der hat es nicht geschafft. Alter. Das war dunkel. Dunkelhüster, es könnte sein, dass wir gerade ein paar. Obwohl, der kann das eigentlich ganz gut. Der hat es ja zweimal sogar versucht. Ah, kacke. Ich bin schon wieder verdingst. Zwei Versuche hat er gehabt. Ja, es tut mir leid. Ich bin schon wieder. Hast du Probleme mit Jesus? Nein, Jesus ist super. Also, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber. Nee, ich auch aber, nicht. Aber, nee. Also, der. Das ist ein taffer Dude, Alter. Du musst dich ja irgendwann vor ihm rechtfertigen, was da los ist. Ja. Gut, ja, ich für gewisse an, Dinge auch, ne? Von wem man sich rechtfertigen muss. Nein, ich habe gelernt, also jetzt sogar rein der Kiste gehen, musste ich wirklich erst im Himmel und dann geht's fast schon nach unten, wenn du zu frech warst. Ah ja, okay. Ich war aber nicht sehr frech. Ich habe gesagt, dass er es nicht geschafft hat. Und das ist es gibt Geschichten, die das sehr genau erzählen. Oh ja, sehr, sehr genau, das stimmt allerdings. aber es ist wirklich so, du kannst kurz mal ins Paradies, kannst du reingucken, kannst du schnüffeln, okay, das könnte sein. Und dann. Schön, leider nein. Du kriegst leider keine Blume, Flodo. Für dich habe ich heute leider keine Blume. Okay, jetzt will er wegrennen. Jetzt geht er in ein Gebiet, was noch mehr Miasma hat. Das heißt, ein Trick dagegen ist hier erstmal fördern. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und ich habe auch gemerkt, was sehr hilft, ist Fußspuren einzusammeln. Das ist immer gut. Ja, das ist immer, das gibt mir einfach das Gefühl, mehr Forschungspunkte zu besitzen. Ja, das ist es ja nett. Tatsächlich gehen bei mir gerade die Forschungspunkte auch zur Neige. Ich hätte es nicht geglaubt. Ja, aber das ist nämlich in dem Spiel wirklich so. Ich habe nur noch 15.000. 15.000? Ja. Das ist doch nicht zur Neige gehen. Wenn ich von 28.000... What, du Arsch? Ich hatte aber 28.000. Ja, das ist sehr beeindruckend. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Und ich glaube, das auch noch. So. Ja, natürlich, sollst du ja auch. Volle Schwertschärfe. Du schlägst ihn gerade lieber vorne drauf, ne? Ne, ich schlag gerade. Ich will das. Wenn ich dieses wilde Rumgewusel mache, ist das nur, um meine Schwertschärfe zu erhöhen. Da ist mir egal, wo ich hinschlage. Ich will diese. Weißt du, ich meine? Ja, natürlich. Oh, was macht er da? Mia Masma Party. Und die hat mich tatsächlich auch getroffen. Mia Masma. Masamune. Mia Masma. Ich glaube, es ist japanisch für Katze. Ja, ich glaube auch. Das ist. Oh.
bleibe jetzt mal ein bisschen auf Distanz gerade, weil kein ich Problem, nicht weiß, wo du auch, ist. Du stehst auch drin. Ich stehe eigentlich auch drin, ne? Mhm. Okay, das war ein schöner Hit. Letztendlich kann man dem nicht ausweichen. Nee, nicht deswegen, ja. Deswegen die Anti-Fähigkeit ist bei denen schon ziemlich stark. Dann haben sie ein normaler Damage-Dealer. Also, aber durch seine Fähigkeit mit dem Jasmar. Siehst du, da kommt schon der Krankenwagen vor lauter Schreck. Ja, oh Gott, das ist wirklich schlimm hier mit dem Krankenwagen. Hast, ja. hast du mal die Lawierung gezogen, das Krankenhaus einfach hier zu brennen? Ja, aber dann kommen mehr Krankenwagen, das ist das Problem. Aber nur einmal? Das ist wirklich weniger. Oh, was macht das? Miasma. Miasma? Miasama. Dieser Saab, genau. Ach, jetzt hat er nur einfach irgendwie sich geupgradet da, oder was? Ja. Also er saugt das quasi ein, tötet alle anderen Lebewesen in der Umgebung und sagt, Miasma. Aber wie wird denn so jemand ein Drachenältester? Den wählt doch keiner. Das ist doch... Ich wusste nicht, dass man gewählt werden musste. Ist das nicht so? Dorfälteste und Drachenälteste müssen gewählt werden. Ja, echt? Bist du Dorfälteste, wenn du der Älteste bist? Dach? Also das war jetzt meine Theorie, deswegen auch dieses Älteste. Oh, Kacke. Okay, schöner Ding. Ich bin ein Idiot, oh. Ich habe die Heilung uns beiden weggenommen. Du hast sie nicht bekommen. Und dann hat es mir nicht mal was gebracht, weil ich vermiasmot wurde. Ja, das ist das Verb dafür. Vermiasmot. Oh, Gyros. Gyros. Lecker Gyros. Alter, hast du mich gerade weggeschubst? Nein, blöder Sack, natürlich hast du. So aus. Da war so eine Helmkrabbe. Die habe ich ein bisschen weggekickt. Ich spüre, wir sind jetzt wieder Freunde. Es fühlt sich wieder gut an. Du und ich, wir zwei, wir sind Best Buddies. Das ist in Ordnung. Ja, wir werden gemeinsam irgendwann die Weltherrschaft an uns reißen, aber nicht heute. Dann werde ich dich natürlich hinterrücks töten. Das ist kein Problem. Weil Weltherrschaft ist was für eine Person. Es ist auch sehr gut, dass du das vorher ankündigst. Das habe ich auch gerade überlegt, das ist wenigstens ehrlich. Und du erwartest es am Ende trotzdem nicht, wollen wir wetten? Nee, ich erwarte es wirklich nicht, weil ich Menschen sehr doll vertraue und ein sehr gutherziger Mensch bin, leider. Es tut mir ja persönlich auch immer leid. Aber was soll man da tun? Sehr gutherziger Mensch, ja, du bist sehr, sehr gut. Das stimmt. Und ich suche ja grundsätzlich Freunde aus, die gut zu mir sind. Ich merke das gerade. Nein, ich bin gut zu dir. Ich tue dir gut. Ich sorge dafür, dass du die Härten der Welt früh genug kennenlernst. Alter, ich bin über 30. Was willst du mir von den Härten der Welt erzählen? Also das geht noch schlimmer als das, was du anderen. Was machst du hier oben eigentlich? Ich bin nur hier gegangen, dich verfolgt. Um Ration zu kriegen. Achso, ich könnte mal wieder was essen. Fällt mir gerade ein. Achso, stimmt allerdings. Denn ich habe das vorher nicht getan. Ich könnte mal nachschärfen, dann gehe ich wieder töten. Da hilft aber alles nichts, ne? Da hilft auch nicht Elementwiderstand oder sonst irgendwas. Nee, also meiner Meinung nach, also ich habe es nicht nachgeforscht, ist Miasma kein Element. Heißt es wirklich Miasma? Das muss doch Miasma heißen, oder? Ja, Miasma von mir aus. Ich krieg's sowieso nicht und Aussprache von irgendwelchen Dingen. Du kennst mich doch, ich bin doch Sprachlegastheniker. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, deine Zuschauer lieben dich für deine Art und Weise, wie du Dinge sprichst. Ich glaube, das ist dein Markenzeichen. Ehrlich? Meine Behinderung ist mein Markenzeichen. Na, geil. Richtig. Also nicht nur das, ist hier nicht deine einzige Schwäche. Einschränkung. Aber... Das ist durchaus eine. Das ist was Gutes, Mo. Da macht jemand weiter, wo er das letzte Mal aufgehört hat. Wenn du nicht weißt, müsste ich einfach mein letztes Kompliment zu machen. Nur weil ich beschissen in Komplimenten bin, heißt das nicht, dass ich es nicht gut meine. Wie kann ich es denn richtig reinreimen und dabei trotzdem sympathisch wirken? Nein, das stimmt nicht. Das meinte ich. Ich will gar nicht sympathisch. Ich bin oben bei ihm. Ich würde ihn jetzt mal. Mountest du ihn gerade? Ja, ich denke, den Schweif kriegen wir auch so. Ich würde jetzt wirklich erstmal den Rücken klein hacken. Oh, der ist aber ganz schön zickig, der kleine Drecksler. Ich habe schon die Hälfte meiner Energie weggekriegt. Meine Ausdauer. Ja, wenn die so richtig toben, ne? Aber ich hack jetzt auf den Rücken ein. Du dummes Miasma Schwein. Okay, ist okay. Ich glaube, ich mache mal hier irgendwie so einen Schuss drauf. Er kommt jetzt runter. Vorsicht, nicht, dass du jetzt deinen Schuss... er hat mich gehalten. Ich bin immer noch oben, obwohl ich meine Kopf... Freut mich, dich kennenzulernen. Wie macht man das nochmal so? Ach, du bist ja immer noch da oben. Ja, jetzt ist er unten. Und direkt schön in der Pampa gelandet. Nehmt dies, ihr Schuft. Ich glaube, er ist eine Sie. Ich weiß nicht warum, der hat irgendwie so weibliche Züge. Aber ich weiß nicht, so was? Das ist also... Dünn, elegant, eine unglaubliche Präsenz und ein atemberaubender Duft. Ich finde das schön, wie du versuchst, dem noch irgendwie was Positives abzugewinnen. Und ich finde es auch schön, dass du so ein positives Bild von Frauen hast. Danke sehr. Wirklich. Also, ihr merkt auch, bei mir kommt es nicht aufs Aussehen an, liebe Damen. Nee. Sondern auf die inneren Werte. Da wird sich deine Freundin bestimmt sehr freuen, dass du das sagst. Ja, da habe ich ja einen Bonus gekriegt. Das ist ja, also das ist ja beides gleichzeitig. Also. Aber in erster Linie bin ich nicht wie du. Direkt an deine Freundin, ne? Das Viech hier. Nein, im Prinzip. Sondern allgemein an Freunde, an alle. Mein Gehirn versucht gerade folgende Dinge zu machen. Es überlegt, wen es zuerst beleidigt im Zusammenhang. Entweder deine Geliebte
oder deine Mama. Aber es hält sich arg zurück, weil ich nett bin. Ja, bei manchen ist das ja eine und dieselbe Person. Damit bin ich aber nicht gemeint. Nun, das schweigen wir drüber. Wie gesagt, du fängst da an, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Nein, ich sag doch überhaupt nicht. Ich hab das doch nicht auf dich bezogen. Ich bitte dich, Mofti. Ich habe größten Respekt vor Menschen. Ja. Und du hast. Na gut, du bist Menschen. Jetzt eher eine Tomate. Hast du es in der letzten Folge. Alter, ich krieg voll das Maul. Schon angesprochen, dass du im Remake nicht mehr vorhanden bist von Secret of Mana, dass es da keinen Tomatenmann mehr gibt? Ich glaube, das habe ich schon in 7 Videos erwähnt. Das kotzt mich echt an. Das macht dich echt traurig, ne? Mhm. Da hast du wirklich den einzigen Charakter ausgesucht, wahrscheinlich, den es da nicht mehr gibt. Aber es macht doch einmalig. Weißt du, was mich viel trauriger macht? Dass es auf YouTube mittlerweile 5 bis 6 Tomatenmänner gibt. Und auf Twitter auch und so weiter. Twitter auch? Ja, was ich aber nicht raffe, aber die scheinen unabhängig von mir, also wirklich. Und ich habe gedacht, der Name ist so originell, weißt du, passt schon, kommt eh keiner so richtig drauf, ist auch unrelevant. Nein, zig Leute haben den Namen Tomatenmann, aber da Tomatenmann irgendwas, Tomatenmann 87 oder was weiß ich für eine Scheiße. Du gehst ja freiwillig in den Brei da rein, ne? Das ist kein Problem, so viel Damage gibt dir nicht. Aber ich kann es mir auch erlauben, weil ich keinen Miasma-Schaden kriege. Ja, ja, also ich habe recht wenig Lebensenergie. Er tobt nicht sehr schlimm, ne? Eigentlich. Das geht eigentlich, aber er ist halt dafür, dass man ihm bestimmte Körperteile abtrennen möchte. Ein wenig. Aber das Gute ist, wenn du irgendwas von ihm abtrennst, ne, die vorderen Kreise zum Beispiel, dann fällt er auch schnell um und gibt Freiraum für die nächsten Körperteile, die du abtrennen kannst. Also bei ihm fällt dann alles nacheinander. Ah ja, okay, cool. Ich glaube, er ist schon wieder geflohen. Jetzt muss ich mal dringend schärfen hier. Kein Problem. Ja, also das nächste Mal, du hast recht, ich hätte auf jeden Fall eine Nullbeere gebrauchen können. Ich kann dir leider keine abgeben. Ich weiß nur, dass Nullbeeren hier in der Gegend auch wachsen. Ja, nee, das kriegen wir auch schon hin irgendwie. Außerdem, wie gesagt, er haut. Brauchst du Heilung? Nee, tatsächlich nicht, alles gut. Wie gesagt, der Typ ist für mich an sich kein Problem. Wenn ich gerade mal ganz viel Damage auf einmal rauspulvert, geht's. Oder ich zu gierig bin. Das ist. Was ist der schon wieder hier hinten? Hä, der will was von dir. Wie gesagt, ist eine Dame. Eine Dame. Und deswegen, weil es eine Dame ist, ist sie nicht an dir interessiert? Oder was? Nein, ich denke, du bist der Womanizer von der Spawn. Ich glaube schon, dass du... das? Nee. Du bist eindeutig hier der... Nee. Also die Frauen, die stehen bei dir in Schlange an. In Schlangen. Wegen Klagen. Er war's, das Schwein. Hält sich einfach nicht von mir fern. Okay, wir haben irgendwas gebrochen, der stand untersuchen hinzugefügt, also bei mir jedenfalls. Ja, das macht er gerne. Jetzt habe ich aber nicht gut aufgepasst. Nee, was rausgeblieben, wir haben seinen Schweif getrennt, der liegt jetzt hier rum. Und darum kam noch mal eine ganze Ladung von diesem Gift raus, oder diesem Miasmat. Ach so, ich wurde nämlich sofort weg im Miasmat. Der ist wie so ein dicker Ballon, weißt du, ich meine? Ja, der ist voller Schlons. So, Oh, kannst du mal aufhören, hier zu looten, bitte. Nicht du, also ich. Wir könnten jetzt auf die Flügel gehen und auf den Kopf und auf die Vorderbeine. Das ist alles nicht schlecht. Dumi, wo ist eigentlich der Schwanz hin? Der liegt also da rum, der ist relativ unscheinbar, der hält sich aber lange. Also, ich bin jetzt so gut wie tot. Wir können den erst wieder vertreiben, ne? Denn ja. Bevor wir hier. Ich hab das gar nicht mitgekriegt, ich bin fast tot gewesen. Das ist das Problem, wenn man sich relativ sicher fühlt, die teilen dann richtig aus. Ja, ich leg hier mal so eine Station hin. Okay, ich hab jetzt nochmal dick gekackt. Oh, nee, ich hab nicht die Station genommen, sondern. Sorry, ich muss gerade ein bisschen vorsichtig sein, weil ich sehr schnell tot bin. Bam. Achso, der stand sich schon ab, muss ich da nicht. Richtig. Wir versuchen jetzt das Gesicht zu erwischen, falls du kannst, und die Vorderkreide. Die Flügel sind sowieso eine so eine Sache. Der hat zwar ich bin wirklich auch wieder was tot. Der hat zwar relativ große Flügel, das Problem bei dem ist einfach nur, du kommst halt schlecht dran. Okay, einmal kurz geheilt. Pass auf, sonst kommt der Beam wieder von ihm. Hier liegt übrigens Material. An der Stelle, wo ich hier stehe, ist bei mir Material von ihm. Ah, okay, cool. Eine verstorbene Schuppe. Alter, der macht richtig Schaden. Der saugt da richtig Lebensenergie ab. So, dann machen wir mal einen kleinen Jump, um ihm mal zu zeigen, wer hier Schaden macht. Bäm! Sehr schön. Deine Mutter macht Schaden. Ein Kick. Was? Aber kostengünstig. Alter. Hey, jetzt hab ich auch die Fresse gekriegt. Und ich bin schon wieder miasmat. Nein. Massakriert.
Da ist eine Heilungsstation. Siehst du die? Kommst du da rein? Ja, ich bin in meinen eigenen Sonnenstall reingegangen. In meinen Sonnenstall bin ich reingegangen. Ich lass die mal da, ne? Also die Heilungsstation. Ach, hier liegt der Schwanz übrigens. Direkt da, wo er gerade steht. Ich hab dich schon gekauft. Alles gut. Ach so, okay. Ich bin schon durch. Lonzi Baby. Und natürlich in die falsche Richtung. Genau unter ihm. Dass ich richtig schnell aufs Maul kriege. Okay. Oh. Alter. Wenn denen sein Staubsaugerbeutel platzt, das ist genauso sieht das aus. Ja, das tut weh, ne? Wir könnten ihn probieren. Ach, wir haben ihn schon zweimal gemountet. Ein drittes Mal ist er unwahrscheinlich. Ja, eigentlich läuft er auch momentan dafür, dass ich keine Abwehrsachen habe, noch ganz gut. Stimmt. Also du machst echt... Oh, da muss ich weg. Das ist zu schadhaft. Oh. Das ist halt geil, dass er mir gar nichts macht, ne? Sein ja lässt sich wieder auf mich fallen. Okay, trinken wir noch eine Runde. Okay. Ja, also der ist schon echt gefährlich so, ne? Der hat auf jeden Fall was. Ich hoffe nur, du bist vom letzten Boss nicht enttäuscht. Ich fand ihn enttäuschend. Der Krishna fand ihn richtig geil. Ah, der Krishna? Der fand ihn Endboss, den darf der finden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ganz genau, dass der Krishna ein schlauer Kerl ist. Ist er ja im Prinzip, aber ich, für mich, wie gesagt, sieht das Ding aus wie ein übergroßes Pokémon und die haben versucht, einen Dark Souls-Kampf draus zu machen. Das musst du noch merken. Pokémon und Dark Souls vereint. Oh, es könnte sein, dass ich jetzt abnibbel. Nein, sorry. Nicht abnibbeln. Siehst du, danke, dass du auf mich hörst. So. Oh, lass mich in Ruhe, du Kerl. Ja, sehr gut. Wir haben. Also, ich krieg jetzt auch Miasma-Schaden. Allerdings wird meine Energieanzeige nicht verkürzt, aber ich krieg durchs Giftschaden. Okay. Das ist schlecht. Du darfst es nicht. Oh, du Sackgesicht. Also, nicht du. Das weiß ich nicht. Also, vielleicht. Du hast mich doch schon mal gesehen, oder? Wir uns doch nie Ja, doch. Aber ich hatte doch mal... Du hast ein rundes, rotes Gesicht und oben, deine Haare sind grün und wachsen sehr schön. Ich hab dir doch mal mein Bild von meinem Tinder-Profil gezeigt. Genau. So haben wir uns eigentlich kennengelernt. Let's Player sucht Let's Player. Ach, das ist schön. Dabei bin ich doch... Bin einsam. Suche zweiten Abonnenten. Das stimmt gar nicht. Suche meinen zweiten Abonnenten. So rum. dabei bin ich gar kein Let's Player. Ich sage jetzt mal ab und zu mal, weil ich Let's Plays mache, aber eigentlich so streng und bin ich eigentlich nur Halbzeit-Let's Player. Ja, das stimmt. Du bist ein Künstler mit dem Kanal. Ein Künstler im Kanal. Wie war doch damals. Ein Kanalkünstler. Genauso hat er sich übrigens auch der Kinder vorgestellt. Der Kanalkünstler. Kein Kanalwärter, ja, den kenne ich. Der Kanalkünstler. Oh, es geht da wieder? Ich glaube schon. Ja, du Schwein! Danke für die Doppelheilung. Ich brauche nicht mal nachschärfen. Sehr gut. Darf ich übrigens nicht langlaufen? Null wäre. Da ist eine Null wäre. Geiler Scheiß. Okay. Sehr gut. Hier ist noch ein Götterkäfer. Der ist übrigens schon im Todesstadium. Ja, den schaffen wir, ha? Na klar schaffen wir den. Der hat doch nichts zu bieten. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir den so einfach packen. Da kommt, ich bin stolz auf dich. Also ich bin stolz auf dich. Aber warum laufe ich jetzt? Ich bin stolz auf dich. Warum laufe ich jetzt zur Hölle einfach durch die Säure wie die ganze Zeit wie so ein Idiot? Weil es dir sonst zu einfach ist. Du hast es nicht nötig, den einfachen Weg zu gehen. Okay, das ist sehr gut. So, Fischkopf. Schön aufgeschlitzt und Helmschlitz. Warum? Alter. Was? Das ist eine. Nun. Also. Eine. Die etwas andere Frage. Hatten wir das nicht Thema nicht schon mal? Hatten wir das Thema schon mal? Ich vergesse immer, dass du mittlerweile so Profi bist und die Fässer mitbringst. Ich mach's in dem Moment bei mir nicht mehr mit dem Fass, weil mein Schlitzattacke macht mehrfach 100 Schaden. Also mehrfach 100 Schaden? Ja. Deswegen. Was? Also, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich die Anti-Fähigkeit gegen habe, Drachenschaden, was mache ich, weißt du? Okay. Der ist sehr empfindlich gegen Drachenschaden. Das jetzt saugt er wieder ein, ne? Nee, macht sowas, da bleib ich lieber weg. Au! Nicht die Sabbernase. Klingschärfe erhöht! Es macht mich nur traurig, dass wir bei dem kaum Körperteile abgebrochen haben, außer dem Schwanz. Ja, noch. Es kommt alles noch. Hoffentlich. Der ist ja noch nicht am Ende. Jetzt soll der doch nicht zurückgehen da. Oh, Miasma. So ein. Oh, was machst du hier? Miasma macht er. Okay. Jetzt brich was ab, du Noob! Oh. Junge. Ich sehe immer durch die Gegend wetzen. Er ist wie so eine große, schnelle Ratte. Ich finde ihn eigentlich gar nicht so schnell. Ich finde, wir hatten schon sehr viel schnellere Gegner, aber irgendwie ist es lästig, wenn man immer so wenig Lebensenergie hat. Da hat man echt Angst. Richtig. Aber ich sag, ich mag ihn vom Design her. Er ist wirklich mal was Originelles. Endlich mal. So. Was abgebrochen, ja, die Pfote. Deswegen gehe ich jetzt mal auf den Kopf. Oh, das hat gut Schaden gemacht, aber ich glaube, da waren noch kleine dabei. Tatsächlich lässt er sich durch die kleinen Bässchen auch stunnen, ne?
durch die kleinen Viecher, die hier sind. Die haben ja immer diesen Stuntschaden. Funktioniert bei ihm auch. Den Stuntschaden? Den Stuntschaden, ja. Oh nein, ich komme nicht mehr hoch jetzt. Okay. Ja, ich habe auch irgendwie gerade ewig gebraucht. Ja, jetzt habe ich leider nicht unbedingt einen Schwachpunkt behauen, sondern nur den abgehackten Schwanz, aber besser als gar keinen Schaden zu verursachen. Das ist richtig. So, attacken wir noch ein bisschen drauf. Der hat nicht mehr lange zu leben. Oh, okay, geiler Scheiß. Oh, oh. Heute spielen wir allein. Das stimmt. Haben gar keinen HNK oder sowas dabei. Das fühlt sich komisch an. Mit ihm habe ich letztens das Biest auch nochmal gemacht gehabt, ne? Genau das hier? Genau das hier. Wow. Und das erste Mal, dass er vor mir gestorben ist, ich habe gedacht, was ist denn hier kaputt? Was ist denn mit unserem... Das ist nicht HNK gewesen. Nee, ich glaube, das war nur seine Schwester, die gespielt hat. Ja, seine dreijährige Schwester. Vielleicht ist der HNK auch ja eine weibliche Person. Dann ja, hat sie ihr kleiner Bruder gespielt. Ja. Du willst doch jetzt nicht wieder abhauen. Dragon. Oh, hab ich dich gerade erwischt? Nee. Nein. Aber ich nutze noch Items jetzt normalerweise. Also so. Und ich bin so. Oh, ich hab den Schwanz noch nicht gelootet. Scheiße. Ehrlich, dann geh mal zurück und mach das. Das ist gar kein Problem. Das ist lange tödlich. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Dann gehen wir gemeinsam hin. Komm. Okay, Alter. Sehr gut. Wenn du mit mir mitgehst, du wirst einfach weggebammt vor mir. Okay. Ja, ich geh mal ganz kurz. Sorry, das ist jetzt ein kleiner Umweg, ne? Kein Problem. Wir haben dir gleich getötet. Das Publikum wird dir auch verzeihen. Alles gut. Das will ich schwer hoffen. Sorry, Publikum. Sorry, Mords Publikum. Sorry, mein Publikum. Ich muss einen Schwanz looten gehen. Wie zu Hause. Tatsächlich liegt er hier. Liegt er heute. Du bist ja herzlos. Sieht eigentlich aus wie zwischen den anderen kleinen Kackhaufen hier, wie so ein großer Kackhaufen, ein langgezogener. Eigentlich recht widerlich. Ja, also sieht auf jeden Fall echt schimmelig aus. Das ist, verstorbene Schuppe. Naja, das sind halt seine Schuppe. Das ist so Standard, ne? Ja, das ist ja Standard-Mus. Okay. Standard-Mus, okay. Töten wir einen Drachen, König. Ich glaube, er schläft jetzt. Alten. Wenn er jetzt schläft, kannst du eine Fassbombe gerne mal machen. Ja, wenn du willst, kannst du auch einfach deinen Superschlag drauf machen, wenn der so stark ist. Das kriegt man mit dem Fass nicht hin. Okay, nicht mit diesen Fässern, er schläft eh nicht. Er schläft eh nicht, hat keinen Bock auf Schlafen. Also töten wir ihn wie einen... Oh, ich habe versehentlich gelootet. Ich hoffe, das war wirklich keiner... Ja, also... Du hast versehentlich nochmal gelootet. Und natürlich kommt er hierher. Sau. Die dämliche. Haben wir uns nicht darauf geeinigt, Drachen jetzt nicht mehr zu beleidigen? Ach, warum? Nee. Nö, das hab ich gedacht. Hab ich vergessen. War nicht so. Ja, das war... Da hast du dich aber geirrt. Aber ganz gewaltig. Und noch was abgebrochen. Ich glaube, wir haben jetzt alles abgebrochen, bis auf die Flügel. Deswegen, wenn du dann machen wir mal ein bisschen Flügel. Wäre es eine Möglichkeit, nochmal auf die Flügel zu flügeln. Jawohl, Flügel und Bams. Das war's schon. Ein Drachen, ältester Tod. War nicht so wild, wie ich befürchtet habe, muss ich mal sagen. Wie sieht's eigentlich mit unserer Aufnahmezeit aus? Wollen wir heute den... Wir sind jetzt bei 38 Minuten. Das heißt, wir könnten rein technisch den letzten Drachenältesten legen, ne? Ja, rein theoretisch könnten wir uns auf jeden Fall mal angucken. Weil danach kriegen wir nichts mehr hin, kann ich dir versprechen, weil Monster Hunter hat entschieden, den Abspann einfach mal, wie ich dir vorhin schon erzählt habe, eine halbe Stunde lang zu machen. So, ja, aber 20 Minuten reicht uns das wirklich, um den letzten Boss zu töten? Willst du jetzt einfach eine Kurzfolge machen und dann einen Break oder wollen wir jetzt noch so eine geile... Nee, lass uns den ruhig angucken. Wir haben jetzt diesen Drachenältesten so schnell aufgeschlätzt, dass ich denke, wir könnten noch ein bisschen weiter schlätzen. Der Endboss wird auch mindestens 45 Minuten dauern, könnte ich wetten. Der letzte Boss. Okay, mit Sequenz und allem drum und dran könnte das eine ganze Weile gehen. Können wir uns natürlich auch für die nächste Folge aufheben oder auch sein lassen? Nö, ich finde, wir können das ruhig jetzt machen. Okay, dann würden wir Monster Hunter... Wahrscheinlich schaffen wir sowieso nicht beim ersten Mal. Ich gehe davon aus, dass wir schaffen. Das heißt, wir könnten Monster Hunter tatsächlich mit Part 10, das ist Part 10, beenden. Echt? Part 10? Das ist Part 10. Part 9? Nein, Part 9. Du bist in anderer Reihenfolge wie ich. Ich habe das schon mal ein Part vorher gemacht. Bei mir ist Part 10. Ah, bei dir ist es Part 10. Ich würde es mit Part 9 wenden, was auch super ist. Übrigens, nochmal zur Information. Ich habe mich mit dem guten Kellerbeast darauf geeinigt, dass wir Monster Hunter erstmal auf Reserve schieben, weil es kommt auf jeden Fall noch ein DLC und sehr interessante Quest, dass wir einfach wieder Bock haben. Schieben wir Folgen nach. Aber ansonsten konzentrieren wir uns erstmal auf andere Spiele, weil bald kommt Dark Souls. Das wird genauso. genau. Wird das Keller Beast genauso zocken wie ich. Aber für Monster Hunter sind wir grundlegend halt immer offen. Aber jetzt kommen ja keine neuen Monster mehr. Also für euch auch nicht so interessanter Content. Und es sei denn, es kommen abgefahrene Quests, die würden wir euch natürlich zeigen. Oder das neue DLC ist da. Vielleicht machen wir sogar was zusammen mit Dark Souls. Aber das wissen wir noch nicht so genau, ne? Also es war ja noch nicht. War ja doch nicht ganz klar. Wir hatten uns ja erstmal, ich will jetzt nichts ankündigen, weil wir das auch so noch absprechen müssen, aber wir hatten uns das zwischenzeitlich mal überlegt, ob wir da mal irgendwie ein Event machen. Ja. Aber auch wenn nicht, ich muss sagen, deine Dark Souls Let's Plays gefallen mir immer sehr, sehr gut. Danke sehr, Dito, mein Freund. Die sind wirklich erst Sahne.
Erstklassig. Erste Klasse. Erstklassig. Genau wie deine, kann man das ja sagen. Das ist wirklich gute Unterhaltung, Leute. Gute Unterhaltung. Guck den Tomatenmann an. Der macht das richtig. Der macht das schön. Ich würde dich übrigens bitten, da diese Quest ziemlich lange dauert, das heißt auch mit Menü und wie soll ich sagen, da wird gesagt, ey du, Digga, guck mal, und hier, und Sequenzen und so weiter, dass sie schleunigst startest, das wäre loslegen. Ich bin gerade mitten im Gespräch hier drin und klicke und klicke und klicke und klicke. Ja, das ja, also das Thema, das hatten wir schon ein paar Mal. Sehr viel Blabla in Monster Hunter und sehr wenig Charakterentwicklung. Das ist kein gutes Storywriting. Das ist nur Sequenzen dazwischen gesetzt. Hat der Herr eigentlich mal schon veräußern lassen, wann seine Website online geht? Oh, du sprichst über meine Website, ehrlich gesagt. Nein, habe ich noch nicht. Das wird, also ich wollte es eigentlich schon in der nächsten Woche machen, ob das aber klappt, weiß ich noch nicht. Und dann müsste man wahrscheinlich noch mal ein bisschen warten, ein, zwei Wochen, weil ich dann erstmal nicht direkt hier arbeiten kann. Und ja, und dann wird es aber hoffentlich relativ bald dazu kommen, dass die Website veröffentlicht wird. Soll ich denn mal sagen, worum es geht? Denn das habe ich noch gar nicht auf meinem Kanal gemacht. Mach das, gar kein Problem. Ich wollte also gerade sagen, ich gehe jetzt mal in irgendeine andere Quest rein, damit du diese ganzen Sequenzen hast. Und sobald du dann dran bist, komme ich sofort nach, okay? Kannst du vielleicht, muss ich jetzt irgendwas Großes vorbereiten? Nee, das ist aber nur eine Menge Gelaber. Aber lass dich nicht durcheinander bringen. Du musst erst wieder Sequenzen sehen. Das sind erstmal, ich glaube, ich musste so 15 Minuten warten, bis ich dann überhaupt das Monster machen konnte. What the? Ja, gefühlt. Das ist ja echt. Deswegen. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Kannst du mir sagen, ob ich irgendwelche besonderen Gegenstände mitnehmen sollte? Nein, tatsächlich ist das ein Gegner, der einfach nur Damage raushaut. Der ist empfindlich gegen Gift. Übrigens hatte der Miasma-Typ jetzt keine One-Hit-Killer, ne? Tatsächlich nicht so sehr, aber der macht ja durch sein Miasma schon genug Scheiße. Miamama-Marmelade. Was ich dir sagen wollte, ist halt, nimm was zur Verteidigung mit, der haut sehr viel Damage raus. Okay, und der ist das heißt, ich soll meinen Bauch frei weglegen? Ja, bitte. Und der ist empfindlich, der ist empfindlich gegen Gift. Das weiß ich über ihn. Okay, ich habe leider nur eine lilane Waffe mit 700 Schaden im Abstich und deswegen muss ich leider bei der bleiben, glaube ich. Aber, also ich habe auch eine Giftwaffe, die ist ein Level weiter drunter und die finde ich auch wirklich sehr gut, aber ich glaube, das wird bei dem nicht viel bringen. Du hast ja eine Giftwaffe, nehme ich an. Ich habe eine Giftwaffe. Und kannst sie dann einfach benutzen. Jo, Mann. Werde nicht versuchen, dich auszuhalten. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass etwas schief gehen wird. Und wenn mein Bauch sich meldet, weiß ich, dass ich zuhören muss, weil ich Hunger bekomme. Irgend sowas hat die gerade gesagt. Ich nehme jetzt eine neue Quest an. Das heißt, erstmal muss ich hier. Und ich, liebe Leute, gehe jetzt erstmal auf eine Expedition und versuche da. Dauert es echt so lang, dass ich jetzt. Weil ich kann die Quest jetzt schon annehmen. Das ist ja krass. Das dauert eine Weile, bis du da bist. Und ich will meinen Zuschauern halt noch ein bisschen was bieten. Na, selbstverständlich. Und deswegen gehe ich jetzt einfach zum Wildnisturm, um ein Yitzhakun oder alter Wald, ein Kualuyakaki zu legen. Und glaub, ein Kualuyakaki? Ja, diesen komischen Vogel. Wenn ich den nicht ganz schärfe, ist auch nicht so schlimm, dann komme ich sofort in deine Quest gejoint. Aber bei mir kam das gefühlt eine halbe Ewigkeit. Okay, aber ich klicke mich jetzt relativ schnell durch, denn du bist doch nicht mal in der Quest drin, ne? Das ist okay. Ja, ja. In der Quest geht das Gelaber erst los. Ach du Schande. Hast du was gegessen? Tatsächlich habe ich was gegessen. Sehr gut. Im Spiel? Das? Nein, ist mir völlig egal, ob du im Spiel oder außen draußen was gegessen hast. Ich wollte nur, dass du was gegessen hast. Sehr fürsorglich, mein Freund, sehr fürsorglich. Ich weiß, es würde mir nämlich sehr wehtun, wenn es dir nicht gut ginge, oder? Das tut mir im Herzen weh, wenn du nicht satt bist. Außerdem wirst du grummelig, wenn du nichts gegessen hast. Egal, ob im Spiel. Was ist das denn hier für ein Ort? Ort der Bündelung ist neu, ne? Das ist praktisch im. Also, wie soll ich sagen? Der Ort der Ältesten ist ja irgendwie lauter der Lore unterhalb des Orten, des Verwesungsdingsbums. Und da drin im Tal der Ältesten ist quasi dieser Ort. Okay. Ich hab's fast kapiert. Ich hab übrigens dein neues Kellerbeast-Logo gesehen. Dein Kellerbeast. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Oh, das freut mich. Dankeschön. Bitte sehr. Das freut mich. Ja, ich muss das alles noch umdesignen. Da kommt noch einiges nach. Aber ich habe gerade so viel zu tun, dass das alles etwas braucht. Aber du bist beim Grün geblieben. Das hat mich überrascht. Hat dich überrascht? Hat mich überrascht. Wieso? Nicht? Einfach so. Ich mag einfach Grün. Ich mag die Farbe. Alles grün. Das ist eine gute Farbe. Außerdem ist das noch nicht final. Das wird ja noch von klügeren Augen mitdesignt und das kann sich alles noch ändern. Meint er mich?
Du hast die klügeren Augen. Ich meine, ja, selbstverständlich. Ich habe minus 5,25 Dioptrien. Die sind nicht klug. Nein, du hast sehr kluge Augen, ganz bestimmt. Also was wir eigentlich noch sagen wollten, ich arbeite gerade an einer Webseite, die beschäftigt sich mit Let's Plays und Gaming. Und ihr, liebe Zuschauer vom Moft, könnt dann auch von eurem Lieblings-YouTuber, also Gronkh, Quatsch, also Moft, Artikel lesen. Es wird dort tatsächlich, es gibt da... Ja, Blog-Einträge, Meinungen, Perspektiven, Reviews und solche Dinge. Und Moff, die hat schon fleißig sich beteiligt daran. Ja, und das ist eine gute Sache. Das wird bestimmt sehr spannend. Glaube ich auch. Und da werden wir auch viel noch zusammen machen. So wie ich werde das auch versuchen, meine Polemik im Hintergrund zu halten, dass ich nicht allzu aggressive Texte schreibe. Ich kenne mich nämlich, wenn ich einmal... der Moff, der ist doch nicht aggressiv, Leute. Nein, nein. Der hat auch keine sehr starken Meinungen oder so, nein. Eine starke Körpergerüche. Der macht das immer alles objektiv, ja. Genau. Was ich sagen wollte, ist, solange du da deine Mini-Quest machst, werde ich einen spannenden Vogel erlegen, einen Jaja-Kun. Also ihr braucht jetzt gar nicht die Schlacht gegen den letzten... Wer ist der Jaja-Kun denn nochmal? Das ist dieser komische Vogel mit den Steinen in der Hand. Wahrscheinlich unspektakulär. Die sind so bescheuert, die Dinger. Ja, die brauche ich aber. Also gehe ich jetzt nochmal töten, da ist er schon. Der kleine Jaja-Kun. Während du quasi den letzten Boss angehst, töte ich einen Vogel. Ja, das klingt gut. Also ich bin hier auch gerade noch so ein bisschen am Rumsegeln. Im Rumsegeln? Noch nicht, nein, es ist eigentlich kein Segeln, denn ich habe kein Segel. Aber ich bin in einem Boot, deswegen ist es fast das Gleiche. Ein Katamaran sogar. Genau, und es passiert doch nicht sehr viel bei mir. Also, eine sehr spannende Quest bisher. Aber da bist du schon weiter, als ich dachte, dann geht's da wirklich gleich los. Dann entschuldige ich dich, dann gehe ich, glaube ich, gleich wieder zurück. So schnell werde ich den Yatti-Yakun. Oder ich töte einfach den Yatti-Yakun und komme dann ja zur Quest. Wie du möchtest. Ich weiß nicht, also du hast gesagt, der hier kann one-hitten. Der kann, wenn er macht eine Attacke, da stemmt er sich wieder hoch, dann landet er am Boden, drückt den ganzen Boden ein und sprengt alles um sich herum. Oh, das klingt gefährlich. Außerdem zündet er gerne Leute an. Das ist auch typisch Pokémon, ne? Also, du musst mir recht geben, er sieht aus wie ein Digimon oder wie ein Pokémon, aber nicht wie ein Monster aus Monster. Also es ist ein Dino. Nee, nicht direkt. Das sieht scheiße aus. Es ist ein riesengroßer Yoshi. Das finde ich als Easter Egg ziemlich geil, ja, wenn geil. Wir ein Monster einbauen würden, das so einen richtigen Yoshi-Skin hat. Natürlich nicht als Story-Anteil oder so, sondern einfach nur so als kleiner Gag, das würde ich mögen. Würdest du auf der PlayStation 4 jetzt nicht erleben, aber tatsächlich gab es ja in Monster Hunter 4, das war ja Nintendo-Kooperation, ne, gab es ja auch so Quests, du konntest ja auch die Rüstung von Samus kriegen. Mhm. Und das war geil, da musstest du gegen ein übel starkes Monster kämpfen, ich habe das nie hingekriegt, mit gepanzerter Haut, den ich vergiftet und so weiter. Und das war ganz schön ein Arsch. Aber da konntest du die Rüstung von Samus erfarben quasi. Und der sollte quasi so ein bisschen an Ridley erinnern. Den magst du nicht? Ich hab jetzt gerade den letzten Boss offenbar im Visier. Ich muss sagen, ich finde den eigentlich ganz geil. Die hellblauen Farben? Ernsthaft? Das ist so, na, es leuchtet blau, ist doch schön. Und der ist aus Kristall, glaube ich. Oder sowas ähnliches. Ja gut, wenn er dir gefällt, ist ja Geschmackssache. Christian hat auch gefallen. Ihr beiden habt schon recht, ihr habt den besseren Geschmack als ich. Von daher... Entschuldige, ich wollte dich jetzt nicht enttäuschen. Es tut mir leid, dass es mir nicht gefällt. Ich sollte es hassen. Nee, es tut mir leid, dass es dir nicht gefällt. So rum. Achso, richtig. Es tut mir leid, dass es mir nicht gefällt. Es tut mir sogar leid, dass es mir nicht gefällt. Vogelklatscher. Okay, der leuchtet von... Ach, ich mag den ganz gerne. Das Einzige, was ein bisschen komisch aussieht, sind seine orangenen Augen. Aber ansonsten finde ich den ganz geil. Ich bin bei der Quest gleich dabei, denn der ist schon ziemlich am Ende. Hoffe ich zumindest. Und dann komme ich gleich mit. Oder soll ich einfach drauf scheißen, gleich mitkommen? Ist doch besser. Wie du meinst. Also ja, mir ist es eigentlich alles recht. Fürs Publikum. Komm, ich geh jetzt raus der Quest und begleite dich. Begleite mich. Oh. Du hast die Quest verlassen. So, ich hoffe... Nein, ich hab die Quest verlassen. Ich hoffe, du hast auch einen zweiten Slot freigelassen, dass ich hier zukommen kann. Ich kann dich mit Notzeichen, glaube ich. Ich habe keinen Slot freigelassen. Ich habe das eben aber auch nicht gemacht. Da kamst du auch trotzdem rein. Also habe ich das für 4 Spieler gemacht? Doch, das müsste eigentlich gehen. Okay, ich habe tatsächlich Prachtfeder und Schädel gekriegt. Das viel also mir noch... gefällt der sehr gut sogar. So richtig magisch. Oh,
Es tut mir leid. Ich sollte ihn hassen. Es ist aber der so schwer, weil er so schön ist. Oh, ist das widerlich. Okay, dir gefällt er, der Christoph gefällt er. Ich habe Unrecht. Ich lasse mich einfach. Ich sage ja gar nicht, dass du Unrecht hast. Ich sage nur, dass du einen schlechten Geschmack hast. Falls viele jetzt fragen, wer zur Hölle ist eigentlich dieser Krishnak? Der ist bei uns mit dabei, bei den Roborollers. Eine Verbindung von YouTubern, die gern sich miteinander unterhalten, auch privat gerne was miteinander machen. Und er hat einen Kanal, den er seit einem Jahr nicht mehr befüttert hat, wo ich immer noch auf die verdammte SNES-Liste Teil 2 warte. Das ist der Krishnak. So. Oh nein, also, du hast ihn jetzt eher geschimpft als vorgestellt. Ist ein guter Kerl, dass ich auf die Liste warte, sagt schon alles, dass er gut ist. Das stimmt, er ist wirklich ein guter Kerl. Krishnak mag ich sehr gern, macht auch gute Videos. Stimmt allerdings, aber wenn er welche macht. Wenn er mal welche macht, ich wünschte, er würde welche machen, aber er macht's nicht. So, ich bin jetzt auf dem Weg, ich müsste aber kann man den nicht mounten? Ich hab schon dreimal den versucht. Krishnak? Doch, das kannst du. Ich hab's schon dreimal versucht. War nicht ganz einfach, aber... Er ist halt irgendwie dann auch schon, er ist ein bisschen schwierig, eigen sagt, ich will nicht von dir gemountet werden. Ach du Kacke, ich muss ja kurz nochmal meine Rüstung ändern, ich nehme meine Ausrüstung, damit ich dir wirklich helfen kann. Okay. Der ist nämlich sehr drachenunempfindlich und ich habe gerade... Oh. Ja, das ist schlecht. Du hast eine Drachenrüstung, also... Correcto. El correcto mundo. Tatsächlich habe ich mir nämlich einer meiner stärksten Waffen ist tatsächlich eine Giftwaffe, wozu ich mir sogar noch eine Dekoration gekauft habe, also so ein Anhänger, der Giftschaden dazugeht. Oho! Giftschaden tatsächlich? Ja, Giftschaden noch dazu. Drachenabwehr gibt es noch mit dazu. Und, oh Gott, ich will gleich zu dir kommen, aber ich muss erstmal. Okay, ich glaube, ich bin ausgerüstet. Und trete jetzt, der Quest bin ich schon beigetreten, ich muss nur was essen, dann komme ich dazu. Okay. Ach, viel zu viel Zeit verloren. Leute, tut mir leid. Das ist okay. Aber es war eigentlich besser, als die ganze Zeit nur im Hub rumzurennen für euch, denke ich mal. Ja, natürlich, das war mit Sicherheit, die Leute verzeihen dir das doch. Niemand hat dir je gesagt, dass du zu viel, dass du zu viel rumgammelst oder so in dem Spiel. Vergammelt. Dass du zu viel gammelst. Aufbrechen, yay. Okay, ich komme jetzt mit dazu und wir sind bereit. Weißt du den Namen von dem Vieh? Bis jetzt doch gar nicht, ne? Nee, töte Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, töten wir das Fragezeichen. Der hat noch zwei Brüder, wenn wir die alle umgebracht haben. Fragezeichen. Okay. Hier ist das Jonas, Peter Shaw, Avengers. Ich hab die übrigens nie gesehen und nie gehört, ne? Also, ja, das ist eine echte Bildungslücke, aber inzwischen sind sie tatsächlich auch schon so alt, dass das niemand mehr kennt. Also nicht mehr so viele Leute kennen, ist halt echt Retro. Aber es gab doch mal so eine Gegenveranstaltung hier, TKKKK. TKKG? Ja. Tierkacker. Das stimmt. Also für die Leute, die es nicht wissen, weil sie vielleicht doch ein bisschen zu jung sind, das sind Hörspiele jeweils und welche aus den 80er, 90er Jahren, ich glaube eher 90er wird das sein, ne? 80er habe ich selbst nicht mitbekommen. Ja, glaube ich auch. Und die waren sehr, sehr beliebt und sehr bekannt, sind deutsche Produktionen und ja, man kennt das noch so ein bisschen. Wobei ihr wissen müsst, TKKG ist scheiße und die drei Fragezeichen sind super cool. Ich sagen wollte, er lässt ziemlich oft was fallen und zwar, jetzt habe ich das Ding genommen, statt Stechkapsel zu nehmen. Was sehr gut hilft, gerade im Nahkampf ihn zu beschießen, weil er wird später auch mit Fliegen übergehen. Viele Leute brauchen seine Hörner als Waffen. Deswegen würde ich die auch an deiner Stadt fokussieren. Man kann aber auch den Schwanz abtrennen. Der geht sogar ziemlich einfach abzutrennen im Verhältnis dafür, dass es der letzte Boss ist. Und, Kopf. Der hat tatsächlich was sehr, sehr Dark Souls-mäßiges. Wie hieß denn der letzte Drachenboss nochmal in Dark Souls 3? Den habe ich gelöscht, weil es ein Arschloch war. Dieser... Wie oft ich den machen musste, den Affenkopf. Ah, ich fand den, der war schon hart, aber der hat mir trotzdem irgendwie Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war ja auch nicht mal wirklich stark, der war echt so. Doch, der war schon sehr. Der hat nur einfach Damage rausgehauen und hatte riesen Flächen abzudecken, aber so richtig cleveres Moveset drin, wenn man sagen könnte, das ist ganz schön trickreich. Ja, das stimmt. Also er war nicht sehr vielseitig oder so. Das und auch nicht. Ja, auch nicht okay. Besonders schön. Dreht er seinen Kopf dabei? Nee. Ich muss aber sagen, dieser komische Sturmkönig, der hieß auf Dark Souls 3, den fand ich geiler Design. Der, Nameless King. Ja, aber davor seine komische Phase, wo er auf den Drachen geritten ist, die fand ich wiederum nicht geil. Das war sehr, sehr schlecht designt mit der Kamera. Da fast drin. Also wirst, sehr, sehr, sehr schlecht mit der Kamera designt. Du wirst merken, dass die Flächen hier, die aufleuchten, viel mehr Schaden machen als alles andere. Was für Flächen, die aufleuchten? Was ist das denn? Jetzt war sauer. Ich glaube, er ist sauer. Ja. Alle Flächen, die hell sind, also Pfoten, Kopf und so weiter, alles, was so hell aufleuchtet und Energie nicht geladen ist, dann machst du richtig Damage.
Ach, da mach ich Damage. Ich dachte, der macht bei mir jetzt. Nee, da machst du Damage. Das ist, glaube ich, sehr negativ. Das ist nicht. Und der abgefickter Scheiß halt. Hau einfach da drauf, dann tust du einen Schaden aus. Abgefickter Scheiß. Abgefreakter, habe ich gesagt. So. Aber man hört ja immer das, was man will. Ich hab echt schon gedacht, du haust aber heute. Nee. Heute Begriffe raus. Ich hab Bildungsauftrag. Was ist mit dem Mofti? Was ist mit dem Mofti? Bist du ein bisschen zu hart drauf, dem Mofti? Ich hab's übrigens noch nie gemountet, den Blut, ne? Ganz oft probiert. Ich hab's eben auch ein paar Mal probiert, deswegen frag ich auch, ob man den mounten kann. Das weiß ich nicht, ich hab's noch nicht rausgefunden. Oh, jetzt das weg. Jetzt. Oh, ich bin fast tot, ja. Das meine ich. Jetzt bist du weg, Mofti. Danke. Soll ich uns mal eine Heilung legen? Ich glaube, hier liegt noch eine. Ich hab eine genommen. Boah, Alter. Ah, der ist ein ganz schöner Bastard. Ja, er kann schon Dinge. Und Sachen. Die macht er. Bastard. Was macht er, wenn er so knurrt? Ja, der schreit einfach nur rum und findet sich geil. Aber wir finden ihn dann nicht geil. Wir finden ihn nicht geil. Macht er jetzt wieder das Wumms-Wumms? Ja, er macht einen Wumms-Wumms. Oh ja, der macht Wumms-Wumms. Oh, ja. Aber das Wumms-Wumms ist zum Glück ziemlich kurzflächig. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Finde ich sehr gut. So, Wumms-Wumms. Ich muss ihn ja noch die Pfoten brechen. Den Kopf. Das Schwerste wird halt sein, seinen Kopf zu fokussieren, weil er immer so hoch hängt. Und durch den Schweif kriegt er recht gut ab. Oh, er liegt noch Schaden reduziert. Habe ich etwa Verteidiger mit dabei? Ein Geil. Verteidiger? Wow. Ja, diese Essensfähigkeit. Für Leute, die es noch nicht wissen, man kann man nicht draufstehen, ne? Richtig, da fängt dann man an zu brennen. Wenn man bei Monster Hunter ist, kriegt man nicht nur mehr Energie und euren Angriff und so weiter, sondern man kriegt auch spezielle Fähigkeiten. Eine der besten Fähigkeiten meiner Achtung nach ist der Feline Verteidiger. Oder Feline, keine Ahnung, wie es heißt, Verteidiger. Der sorgt dafür, dass ab und zu der Schaden einfach reduziert wird. Sehr, sehr geil. Jo, und hier gibt es unterschiedliche Stufen. Hast du Stufe 2, wird das ziemlich oft getriggert, Stufe 1 recht selten. Aber wie gesagt, sehr praktisch, muss man sagen. Ja, sehr schön. Ja, mit diesen ganzen Fähigkeiten habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt. Obwohl die wirklich sehr stark sind, ne? Ja, ist es auch so. Es gibt ja zum Beispiel die Fähigkeit Unglücksrabe. Die kann, das heißt, du wirst irgendwo abgeworfen, hast nur die Hälfte Energie und die Hälfte deiner Ausdauer, was man aber wieder weg ausgleichen kann, weiß man ja. Aber dafür kannst du einmal mehr karten. Ja, sowas ist natürlich richtig geil. Also ist da mehr Herausforderung. Ja, aber auch lohnenswert. Finde ich auch. Und die Sache ist halt nur, wenn du stirbst, kriegst du halt nichts. Ne? So kriegst du einmal mehr. Oder beim Schwanz, wenn du nochmal machst, kriegst du halt zweimal mehr was gebracht. Übrigens, den kannst du ja fünfmal karten und den Schwanz zweimal. Ach echt, krass. Also mehrmals viermal oder fünfmal. Ich dachte, es war tatsächlich sogar fünfmal. Und ich schmeiß auf jeden Fall zweimal. Oh, ich bin genau in seinem... Hat sich erwischt. Ja, ich bin genau. Ich wollte eben wieder einen Mountjump machen. Ich leg mal hier eine Heilung hin. Mhm, cool. Oh, ja, genau. Sehr gut. Ja, ich hab den Schwanz ab jetzt. Sehr gut. Oder? War nicht gerade. Nee, der ist nicht ab. Nee. Du hast irgendwas ab. Hast Achso, er hat sich nur schnell umgedreht und es sah für mich so aus. Ach, und ich war so stolz. Ah, dann eben nochmal. Schwanz, geh. Ab. Ja, wie gesagt, der geht eigentlich nicht so schwer ab für die Größe des Monsters, aber man trifft ihn halt auch sehr schwer. Ich muss mal nachschärfen. Oh, ich habe jetzt nur auf meine Anzeige geguckt. Ich habe nicht. Huch. Ja, das war ja super. Das war super dumm von mir. Nur auf die Anzeige geguckt, wo mein Bettstein ist und voll auf die Schnauze geguckt. Also mir gefällt dieser Boss wirklich ausnehmend gut. Das ist echt krass, dass du den gar nicht magst. Was gefällt dir daran nicht? Das Design nur. Also der Kampf, der an sich, der ist okay. Damit kann ich leben. Geht's einfach nur? Ich meine aber das Design jetzt. Also was ist daran so, dass... Na, wenn er nicht aussieht wie ein Monster von Monster Hunter. Der sieht aus wie verdammtes... Oh. Digimon. Was passiert hier? Der kommt nicht mehr richtig. Der ist eingebrochen. Kriegt seinen Arsch nicht hoch. Kriegt nicht hoch. Kriegt nicht hoch! Ah. Der kriegt nicht hoch! Spaß. So. Wie ist das passiert? Und wie können wir es nochmal machen? Wenn du raufschießt, raufschlägst, wenn er seine komischen Moves da macht, dann kannst du das durchaus provozieren. Wäre natürlich clever gewesen, wenn wir jetzt auf den Kopf geschlagen hätten. Wir brauchen nochmal seinen Schädel. Und warum sagst du, das ist nicht Monster Hunter, weil er so leuchtet? Nee, aber er sieht nicht aus wie ein Monster aus Monster. Also er sieht so gezeichnet aus, also so künstlich. Also nicht wie Monster Hunter. Monster versuchen ja immer so möglichst einigermaßen realistisches Design abzugeben. Ne? Mhm. So dass du sagen könntest, okay, es ist zwar abgedreht, es könnte aber in der Natur existieren. Aber hier ist es so, er sieht wirklich aus. Der hat mich gerade wirklich weggetragen, weil ich, als ich unbekanntes Material looten wollte. Alter, das ist ja assi. Das ist mega. Mega assi. Okay, sehr, sehr ärgerlich. Aber was, Entschuldigung, du magst einfach dieses mystische Design nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es sieht aus wie mit einem Buntstift gezeichnet. Nicht wie was existieren könnte.
Ja, okay. Also wenn man, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Wenn man eingefleischter Monster Hunter Fan ist und das anders kennt, dann findet man sowas vielleicht nicht so toll. Mir persönlich gefällt ja alles, was leuchtet. Und deswegen finde ich den auch sehr hübsch. Alter, ich verschlag immer meine aufgeladenen Stäbe gerade in die Luft. Wie die so ganz nebenbei ihre Pfötchen wegziehen. Oh, ja, da gab es einen dicken Schwanzschlag. Hat voll getroffen. Hat er wirklich nicht gezielt, der Arsch. Jawohl, wir wurden beide geheilt. Auf okay. Den Schwanz. Auf den Schwanz! Egal. Dass man hier tatsächlich so schwer mounten kann, ist gar nicht. Ich glaube aber nicht, dass man die gar nicht mounten kann. Das glaube ich wirklich fast nicht. Sonst würden wir nicht so viel Mountmöglichkeiten. Oh Gott. Oh Gott. So? Der verarscht mich gerade. Ich treffe kein einziges Mal. Jetzt habe ich mal wieder. Das ist ja furchtbar. Tja. Da hat er mich jetzt aber ordentlich gehauen. Mit seinem. Eigentlich will ich ja seinen Kopf haben, aber irgendwie kann ich das gerade nicht. Aber ich muss sagen, ich komme auch gar nicht so gut in den Kampf jetzt gerade rein. Mein Schwert ist nämlich voll aufgeladen. Ich mache kaum Damage. Ich muss mich gerade ein bisschen heilen. Ach, ich find den Kampf jetzt bis jetzt noch nicht so erfolglos. Wir sind nicht gestorben bisher. Nee, ist richtig, aber man will ja als Langschwertkämpfer immer so ein bisschen sein Schwert voll aufgeladen haben, dass man so ein bisschen mehr Action machen kann. Manchmal frage ich mich, ob das Spiel das absichtlich macht, dass man, wenn man so einen Aufladschlag hat, dass sich dann kurz vor dem Schlag der Drache oder der Gegner, welcher auch immer, umdreht und man dann in die Luft schlägt. Das passiert so extrem oft. Der will halt auch nicht sterben. Nein, aber das ist das also das passiert, weil ich dann plötzlich Akku habe. Und vorher hatte ich halt überhaupt nichts in der Richtung. Jetzt habe ich es schlecht. Das Lustige ist, er ist gerade vergiftet. Man sieht es an den Sabber, die aus dem Maul hängt. Ich probiere jetzt mal hintereinander zu mounten. Vielleicht klappt es ja irgendwann. Ne? Was ist denn daran lustig jetzt, dass er vergiftet ist? Der ist sehr giftempfindlich, deswegen finde ich das schön. Ach so, du findest es gut. Seine einzige große Schwachstelle ist halt das Gift. Oh, ich habe, glaube ich, gerade die Kralle gebrochen. Sehr schön. Jetzt müssen wir Schwanz und Kopf dran glauben. Und die andere Kralle selbstverständlich. Ich glaube, ich brauche von denen auch noch die Flügel, aber wenn ich da rankommen soll. Ja, keine Ahnung. Stimmt. Ah! Deswegen habe ich eigentlich, irgendwie habe ich mir trotzdem den Gedanken gespielt, dass du den Bogen nimmst, aber ich wollte dich das Monster natürlich auch so spielen lassen, wie du Bock hast drauf, weißt du? Nee, das wäre auch, ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht unbedingt meine erste Wahl jetzt gewesen, denn ich will natürlich auch ganz gerne mit der coolen Waffe spielen, die mir auch wirklich sehr viel Spaß macht. Alter. Ja, weil ich immer auf den Schwanz hacken möchte. Arschloch jetzt. Alles geheilt gehabt hier. Ich finde jetzt aber, also ich fand jetzt, Nergigante zum Beispiel. Anspruchsvoller? Schon. Sehe ich genauso. Und ich fand auch den Sturmtypi anspruchsvoller. Der ist ja auch assi, aber nur durch seine Rüstfähigkeit. Wenn er den die wegnimmst, dass er. Durch seine Rüstfähigkeit. Rüstungsfähigkeit. Die kannst du ihm ja auch wegnehmen, indem du das richtige, den richtigen Ausrüstungsgegenstand hast. Da ist der auch nicht mal halb so schwer. Ja. Oh, das schwören wir hier ab. Das wäre lustig, wenn es abfallen würde und runterfallen würde. Das wäre sehr lustig. Nicht. Oh, jetzt hat er es wieder. Das macht er so oft. Das ist doch kein Zufall. Das Gute ist, dass er wirklich dauervergiftet gerade ist. So, jetzt werde ich mal probieren, mit meinem Super Jump ein bisschen was zu wissen. Huch! Natürlich. Wenn ich meinen Super Jump mache, brüllt er mich aus der Luft weg. Wie oft kannst du den Super Jump machen? Ich brauche jedes Mal dafür quasi eine LAN-Stufe. Ich habe 3 LAN-Stufen. Und wie gesagt, da kann ich 3-mal machen, wenn ich voll aufgeladen habe. Wenn ich daneben mache, muss ich erstmal wieder volle Kanne meine LAN-Kombo machen. Ich hasse diesen Kerl. Jetzt schon Hass empfinden? Ja, weil er ständig sich wegdreht. Der Schwanz ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu treffen, weil der. Ich finde, das machen. Oh, hier raus. Scheiße, fast tot. Nicht so gut. Also, auch besser als ganz tot, von daher. Ja, das stimmt. Ich hab Weisheiten heute, oder? Ja, du bist ganz toll. Auf den Schädel, du Bastardo! Ach, das soll. Jetzt dreht dein Kopf weg. Das machen keinen bis jetzt noch nicht wirklich irgendwelche Spiele gut, in meinen Augen. Die Massenträgheit von solchen großen Gegnern ist einfach Quatsch, was da passiert. Also ein Gegner, der derartig groß ist, sollte sich nicht so schnell drehen können, wie der hier. Das ist einfach, was du meinst. Weg hier, ich glaube, der sinkt wieder ein, ne? Ja. Hat dich wohl erwischt. Er hat dich ordentlich erwischt. Dann werden wir erstmal was saufen. Weil ich finde, wenn ein so großes Monster einen Nachteil hat, dann ist es einfach sein Gewicht.
Und ich finde es gut, wenn ein Spiel sowas auch darstellen kann. Und das kann aber irgendwie fast keins. Ich weiß, oh, was macht er jetzt? Ist das gefährlich? Ne, er fängt an zu fliegen, das ist mehr nervig. Dann sollte ich mal eine Kapsel auspacken, ha? Ja, ja, nimm ein bisschen die Kapsel, baller ein bisschen auf hier. Okay. Puh. Hä? Ja, manchmal triffst du nicht richtig. Nee, ich hab's nicht verstanden. Oh, jetzt brenne ich. Boah. Ich brenne. Wo ist er jetzt hin? So, keine Ahnung. Hä? Genau. Hinter mir, da. Hä? Toll, ich kann ja nicht dran vorbei. Und der ist unter uns. Der raged unter uns. Warum? Wie dumm ist das denn? Der fliegt jetzt unten. Wieso kommt, nur? Der kommt nicht Sag mehr. Sag es mir oft. Der kommt nicht mehr hoch. Jetzt kommt. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er hoch, oder? Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Wo ist er? Nee, jetzt fliegt er 50 Meter weit. Jetzt. Hä? Jetzt. Er ist über uns. Ist der doof schuft. Oder was? Der hat's nicht gerafft. Der wusste nicht mehr, wo er ist. Ich glaube, da hat kurz das Spiel mal gebuggt. Könnte schon sein. Gut, dass wir. Trotz. Was war das denn? Ein Monster-Shot. Aber er hat Material hier gelassen. Und zwar ein Schleier. Wo denn? Also mit lag direkt hier, wo ich bin. Bei dir müsste es doch unbekanntes Material sein, soweit ich das weiß. Nee, kam bei mir leider nicht. Ach so, der sinkt ein, weil er sich selbst da wegschmilzt. Das ist ja cool. Also wir müssen, ja, uns, ja. Wir müssen uns vor ihm stellen quasi. Warum? Damit er sich den Boden wegschmilzt quasi. Ah, also, das okay. Ist jetzt meine Vermutung, ne? Ich bin ja auch kein Experte bei dem Spiel. Also, heute braucht das Schwätzen aber länger. Also, gestern, wo ich ihn das erste Mal gemacht habe, da. Du hast ihn gestern das erste Mal gemacht? Jo. Und schon sehr erfolgreich. Ey, er ist ja. So richtig, oh, hier liegt wirklich ein Teil. So richtig kompliziert, so richtig kompliziert ist er ja nicht, ne? Oh. Das nehme ich jetzt mit. Unbekanntes Material. Eine Schuppe. Naja, Schleier ist, glaube ich, besser. Schuppen sind ja immer die Standardsachen. Ja, Schuppen sind immer. Aber macht nichts. Hauptsache ich hab's. Scheiße, ich muss hier weg. Ah, nee, doch nicht. Er ist einfach nur. Eieiei. Wieso kannst du dich so schnell wieder bewegen? Ach nee, ich hatte wahrscheinlich einfach die Erschütterung nicht getroffen, ne? Ja, richtig. Okay. Ich habe auch die Vermutung, wenn du bei der Erschütterung einfach stehen bleibst, ist das weniger, als wenn du die ganze Zeit rumwirbelst. Das geht's weniger langsam. Ach, wieso das denn? Weiß ich nicht, ist mir, da kommt er schnell auf die Beine, hab ich den Eindruck. Das ist natürlich sehr subjektiv, weil ich es nicht nachgeforscht habe. Genau. Sehr subjektiv. Bist du kein Forscher? Doch. Boah, der macht das aber oft jetzt gerade. Hier liegt ein Material bei mir hinten. Ja, der ist wie gesagt sehr giftig, finde ich. Hier. Oh. Ich glaube, das ist bei mir nur so eine Wurfwaffe. Nee, da liegt ein weißes und ein rotes Teil. Deswegen, bei mir ist es Material. Aber nur ein Drachenschatz. Sehe ich leider gerade nicht. Ja, das ist manchmal so. So, dann gehen wir einfach in sein Gesicht. In dein Ja, das macht er gerne. Wenn du denkst, du kannst die Fresse anvisieren, macht er genau die Schatz. Ja. Aber jetzt habe ich ein paar schöne Schatz aufs Maul. Ja. Ah, zweimal voll daneben. Pass auf. Jetzt muss er sich selber wieder absägen. Ich bin genau reinge. Kelka! Ja, es war ein ziemlich guter, aber noch nicht ausreichend, um Schwanz abzutrennen. Na komm. Ah, der verarscht mich doch heute. gestern hat er noch nicht so gut, war noch nicht so gut bei dir, ne? Der verarscht mich heute. Naja, also es ist, ich mal. Du bist nicht auf meiner Seite, merke ich. Doch, ich bin absolut auf deiner Seite. Wir kämpfen ja beide. Hier schlage ich als nächstes. Aber weißt du, das war bei dem Vieh, was mich auch gerade ein bisschen stört bei unserem Kampf, dass man bei denen kein richtig gutes Teamplay machen kann. Man kann halt draufhauen. Ja, das ist gemeinsam. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Bei anderen ja, gut, Monstern. Du zuerst? Ja? Ich wollte das sagen, dass man bei anderen Monster Hunter kann man gutes Teamplay machen. Dann macht der eine das und der andere jenes. Aber der ist einfach nur das, was man gerade erwischt und draufhauen, haut man halt drauf. Ja, das stimmt. Der macht es wirklich schon wieder. Also, das ist sehr auffällig. Er hat schon wieder getan. Der ist ja furchtbar. Aber ich mag ihn trotzdem sehr gerne. Das sieht so gut aus. Ich will nur einfach umbringen, wenn er stinkt. Also er stinkt nach Magie, richtig? Und dann, ja, ich denke, du hast auch gepasst in der Mordschule. Oh. Jetzt. Ja, dann schlitzen wir mal ein bisschen. Auf die Helme! So. So, schön auf den Schaden. Oh, das war ein schöner Schlag, aber hat aber beiden von uns nicht geholfen. Oh. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen hier ausweichen. Ich glaube, der macht ja das noch ziemlich weit nach hinten, genau. Okay,
Bist du nicht ein oder was? Du sagte sich. Gibt aber die Gelegenheit, noch ein bisschen auf seinen Schweif rumzuhacken. Wieder ein paar gute Treffer, aber irgendwie ist er da für mich schon mal nicht frei. Also momentan kann man ja. Ah ja, jetzt läuft der Ball ein Stückchen. Das ist doch wundervoll. Oh Gott. Und Bams. Der verarscht mich. Der verarscht mich. Also wir haben jetzt nur die Kralle bei ihm kaputt gemacht, ne? Ja. Oh, ich schlage die ganze Zeit noch mit grüner Schärfe zu. Das ist ja überhaupt nicht gut. Geh mal ganz kurz nachschärfen. Du hast schon wieder getan, Alter. Dieses Ding ist so ein Scheißpiep. Oh, der ist, hat sich einen Meter vor mir gestellt, ich gerade geschärft habe und hat mir seinen Energieball genau ins Gesicht gedrückt. Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich bin heute echt ein bisschen schlecht im Timing. Das ist so schlimm. Der Typ hat auch aufgrund seiner, wenn er sich so schnell drehen kann, kann man ihn auch schlecht einschätzen, wo man gerade raufschlagen möchte. Ja, das ist das, was ich eben meinte. Der ist so groß, dass man erwarten würde, er müsste sich eigentlich ein bisschen langsamer drehen, aber nee, macht er nicht. Macht er nicht. Ich würde sehr gerne noch seinen Kopf abbrechen. Ja, und den Schwanz würde ich auch ganz gerne. Ah, wenigstens einmal breche ich den hier. Okay. Oh. Aber er macht das echt sehr häufig. Sobald jemand am Schwanz ist, dreht er sich direkt um. Das kenne ich. Was? Was? Ist immer besser, wenn jemand was fragt, auch einfach mit was zurückfragen. Was? Ich verstecke mich einfach hin, hier wird es mich nicht erwischen. Ich schlag ein bisschen in die Luft rein. Luftlöcher sind das. Luftlöcher. Ah. Und drauf hier. Oh. Mann, ich versuche die jetzt zielgerichtet aus. Aber mein ist jetzt, was ich meinte, dass wir heute keinen anderen Kampf mehr machen, wenn wir den machen. Ja, der dauert schon. Los, Kralle, geh kaputt. Du, geh kaputt. Au. Au. Ich habe sein Gesicht geschlagen. Das ist halt das, was ich auch die ganze Zeit machen will. Aber irgendwie will er nicht so richtig. Er will weder sein Gesicht noch seine Kralle verlieren. Manchmal verstehe ich die Leute einfach nicht. Ich verstehe auch nicht. Warum will er sein Gesicht nicht verlieren? Japaner haben was dagegen, ihr Gesicht zu verlieren. Wir sind ganz empfindlich. So, auf die Kralle. Ja, ja. Das finde ich auch ganz komisch. Das war voll schnell in die falsche Richtung. Jetzt läuft doch übelst langsam. Jetzt ist er eingebrochen. Keine Ahnung. Ich glaube, das lag wahrscheinlich daran, dass ich auf die Klauen sehr eingehackt habe. Kann das sein? Das ist unmöglich. Oh. Jetzt, das ist auch, weil du ihn auf die Klauen gehackt hast. Ach so. Das tut mir leid. Ich glaube, er ist wütend. Nein. Das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, er ist bloß alternativ freundlich. Uiuiui. Okay, ich esse jetzt eine Operation. Pass auf, dann macht wieder Bumba-de-Bumba. Bumba-de-Bumba. So, Teile gebrochen, andere Foto ist auch kaputt. Jetzt bleibt nur noch das Face und der Schweif. Ich würde sagen, wir machen erst den Face, also den Schweif kaputt, weil das ist wahrscheinlich kein Hör, dass wir ihn treffen. Also ich kaputt. Ja, wir versuchen es gerne. Dachtest du dir so, du Arsch? Ich hätte gedacht, ich treffe ihn einmal mit meinem Rumble leider. Na gut, dann halt dahin. Oh, oh, Flatterheimer. Oh, das macht er gerne. Da kann man trotzdem den Schweif noch erreichen. Ja, das ist besser dann eigentlich sogar. Wo ist er hin? Da. Eieieiei. Er lässt doch irgendwie seine Schuppen regnen und deswegen kommen auch die Explosionen, also diese blauen Krater. Gezappel. Ja, man trifft ja ab und zu mal, ne? Aber irgendwie. Dafür habe ich den, wo ich den letzten Mal gekämpft habe, habe ich super leicht den Schweif abbekommen. Das ist wirklich gar kein Problem und der hängt irgendwie dran. Ja, ja, der hängt sehr an seinem Schwanz. Das kann ich gar nicht verstehen. Das ist eine Wechselseitenbeziehung. Oh. Was soll Schweif dazu sagen? Und ja, ich sage weiter ein Schweif. Das darfst du, ich erlaube es dir. Oh, danke, Senpai. Das ist in Ordnung. So, ich glaube, ich muss mal eben schärfen. Deine Sinne. Meine Sinne sind scharf. Wie? Meine Sinne sind scharf. Sind super scharf. Super scharf. Station? Also das ist wahrscheinlich, dann das wahrscheinlich das Schaf von Worms dann. Ach so, das Killerschaf? Ich habe hier gerade irgendwas gesehen. Irgendein Material oder so. Na egal. Oh, Material oder so. Jeder mag Material oder so. Oder so, ja. Wow. Ich habe hier auch mal hinter den Kristallbärchen habe ich auch mal eine Station hingestellt. Und versuche jetzt Mountain Action die dritte. Oh, natürlich nicht. Das geht doch gar nicht, oder? Ja doch, ich habe ihn schon mal in Luft erwischt gehabt, wenn er seinen Flügel so weit unten hat, aber das war jetzt sehr unerfolgreich.
erfolglos quasi. Ja, das klingt aber leicht so negativ. Ah, jetzt hör mal auf zu ballern, du Affenkörper. Okay, lass es. Okay, der ist immer wieder vergiftet. Der ist schon wieder vergiftet, ich hab gar nicht gemacht. Vielleicht hatten wir einfach Glück. Alter. Oh. So, jetzt schießt der wieder die Knochen weg, Junge. So. Ich hau jetzt einfach mal drauf hier. Bams. Eingebrocht. Ah, scheiße, ich bin gelähmt dadurch. Wie hast du das gemacht, dass du nicht davon gelähmt bist? Ich habe Schaden gekriegt, wurde ich gelähmt. Ah, okay. Beste Lösung. Das ist eine sehr gute Lösung. Jetzt muss ich schon wieder nachschärfen. Irgendwie ist es erschreckend. Erschreckend, scheiße. Ich hülle nochmal nach mein Schwert, um es dann in diesen Drachen reinzuschieben. Au. Ja, das sagt er dann auch. Hör auf mich anzuspucken, Affenkorb. Oh, der ging gut auf den Kopf. Schöner Schlag auf seine hässliche Rübe. Gut ab, der Kopf ging gut ab. Ja, den kriegen wir vielleicht auch noch kaputt. Wie gesagt, wenn der Schwanz ab ist, konzentriere ich mich auch wirklich nur noch auf den Kopf. Das ist mir scheißegal. Ach, da ist er. Hast du abgeschlagen? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es war oder du war. Auf nee, das warst du. Denk dann zweimal kaufen. Zweimal kann man. Mhm. Oh oh. Ja, wir kriegen beide aufs Maul gleich. Genau, wir doch nicht. Das wird dafür. Ein Schwanz. Ja, gut. Fragezeichen. Ich habe zwei Fragezeichen Schwanz gekriegt. Oh, da liegt Material. Oh, was Süßes. Da liegt noch Material? Mhm, hat einen Drachenschatz gefunden gerade. Ach, stimmt, da liegt er noch. Und bei mir gibt es eine Schleuderbombe und ein Schleier. Oh, geil. Du kriegst aber heute gute Sachen, ne? Das ist eigentlich so, ich freue mich auch. Obwohl ich bei dem eigentlich die Hörner brauche, wie gesagt. Und die Flügel. Und ich bin beim, vielleicht ist der Schleier die Flügel, das weiß Kommst ich. Kommst du mal hierher, dann nehmen wir die Station, die hier liegt. Bin auf dem Weg zu dir. Hier, bin ich löse aus. Da bist du aus. Okay, Kopf auf, ich habe noch zwei lustige Bombenkapseln. Die kippst du nochmal auf den Schädel. So. Ja, okay, ich könnte die auch mal versuchen zu. Ja, hau die Schleuderscheiße immer raus. Die ist ein guter Zusatz. Die macht halt so viel Damage, aber kann das gegen den Zwanken bringen. So, probieren wir es noch mit dem Mountain. Zack. Er lässt sich einfach nicht raus. Das ist aber die Sache, weiß man wirklich nicht, ob der sich wirklich nicht mounten lässt oder ob der einfach nur unglaublich lange braucht, um dies zu tun. Das hatte was mit dem Ausdauer in der Hierarbeit-Anzeige von Monster, glaube ich, zu tun. Oder die er selber hat. Dann kam ins Gesicht. Jawohl, voll ins Gesicht. Oh, er ist zusammengebrochen. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Schade. Schon wieder vorbei, hm? Okay. Aber hast du trotzdem einen guten Treffer gelandet? Ich glaube, der war sehr überrascht von dem, was da passiert hat. Was habe ich gekriegt? Eine Stechkapsel, sehr gut. Okay. Stechkapsel ist die, wenn du halt nicht das festgehakt hast, hakt die sich fest und danach kannst du halt, wenn du nochmal draufschlägst, extrem Schaden anrichten. Ah ja, okay. Ich habe gerade versucht, meinen stärksten Angriff übrigens zu machen. Er hat voll daneben gesessen. Voll daneben gesessen, also nicht gesessen, so rum. Ja, okay. Ja, voll daneben gesessen. Er hat irgendwie auf dem Boden gesessen. Ich probiere jetzt trotzdem noch ein paar mit dem Mountain. Ich meine, wie viel mach das mal. Ich habe das jetzt 6-7 Mal probiert. Du hattest das bestimmt genauso oft schon mal. Boah, ich bin sinnlos einfach runtergefallen. Hä? So, bitte. Einmal hier. Komm her, Dunkboy. Ja, das war voll. Ich warte gerade ein bisschen scheiße. Ich warte ein bisschen den richtigen Zeitpunkt ab, um die Superattacke zu machen jetzt. Oh Gott, natürlich wieder daneben. Da zieht er sich ganz kurz zurück, das ist so ärgerlich. Bin ich jetzt unter dem? Ja, er mag mich nicht mehr. Er mag mich nicht mehr. Okay, ich kann weg. Erstmal was. So, nochmal das Ganze. Mach das. Ich zieh mich auch gerade mal ein bisschen zurück. Irgendwie will ich jetzt nicht so. Ich glaube, er ist halt auch ein bisschen extra sauer geworden, ne? Ja, das ist aber auch so ein Typ, der einfach ganz überraschend auf einmal umfällt, ne? Also ohne hier eine Schwäche zu zeigen. Der fällt einfach irgendwann um und ist tot. Hält aber auch schon verdammt viel aus, der Junge. Dann sage ich jetzt, ein langer Kampf. Das Lustige dabei war ja wirklich, dass ich gedacht habe, oh, wie lange brauchen wir noch? Ich bin übelst um ihn rumgetänzt, hab Energie 8-mal aufgeladen und dann hätte ich am Ende einfach nur einen Schlag auf die Pfote gebraucht. Das ist umgefallen. Mhm. Eine Stechkapsel, sehr gut. So ist das manchmal mit ihnen. So, kein Problem. Das Gebrülle von der Lülle. Mal schauen. Ich kann mich gerade. Auf dem Kopf. So. Jop. Und. Zieht er sich wieder weg.
Hast du wenigstens irgendwas getroffen? Nein. Schade. Weil die Shots sind eigentlich recht gut von deiner Waffe. Ja, ich weiß. Deswegen versuche ich sie die ganze Zeit, aber das ist irgendwie gerade. Ja, ich glaube einfach nicht. Ich glaube auch persönlich, dass wir den Kopf nicht mehr brechen werden. Okay, ich mache jetzt einfach einen starken Schlag. Warum hast du nicht die ganze Zeit sowas? Was denn? Oh, einfach das gemacht? Ja, mach einfach einen starken Schlag. Und AP. Auf die Friese. Der Morph ist abgehoben. Und hat mich getroffen. Ist irgendwie weg. Und nicht getroffen. Hast du das nicht getroffen? Nee, ich hab nicht getroffen. Ich hab zwar den Stich gemacht, aber ich muss ja bei den Handeln treffen. Aber vor allen Dingen, warum nicht? Sehr ärgerlich. Er hat sich ja nun echt nicht bewegt, ne? Oh, dieses Rumgelaufe. Okay, der war schön. Oh, das hat mir aber richtig weh getan gerade. Okay, deswegen ist er auch sauer jetzt. Oh, weg hier. Was macht der jetzt? Oh nein. Er läuft und tut Dinge und Sachen. Ja, der ist aber auch manchmal recht verwirrend. Das stimmt. Jetzt hat er die Nörgigante gerade ausgepackt. Weg hier. Oh, okay, so schnell weg. Hat sich erwischt? Ja, aber Film 11 heilt mich. Guter Kerl. Ich glaube, dass sie explodiert vielleicht, ne? Schlechter Mensch auf Twitter, gute Katze. Auf Twitter ist er böse, ne? Auf Twitter ist er ein Arschloch, ja. Aber mit Ansage. Mit Ansage, das stimmt. So, zack. Ah, endlich. Ja, noch mit Kopfschott und getötet. Ach, ich habe gedacht, dass wir den Kopf vielleicht noch gebrochen haben. Nein. Leute, das ist jetzt eigentlich die Abmoderation. Aus dem Grund, wir gucken noch, was wir kriegen. Aber danach folgt eine minutenlange, langweilige Sequenz. Die werde ich auf meinen Kanal. Aber wir wissen die Beute doch, Hol. Die wirst du bei dir nicht senden. Ich habe die ja schon gesehen. Ach so, das, also ja, okay, du kannst sie gar nicht sehen. Ich werde sie auf jeden Fall laufen lassen in meinem Padde. Ja. Denn vielleicht wollen das die Leute ja auch sehen. Ich hoffe, du kriegst da auch keine Quatsch schön dazwischen, ne? Sonst kriegst du noch was mit der GEMA. Ach so, ja, die GEMA, die kann mir mal schön vom Fern bleiben. GEMA mit der GEMA aus dem Weg. Hast du jetzt mitgezählt? 5, 6 Mal? Wie haben wir jetzt gekauft? Das war auf jeden Fall. Ich habe nicht mitgezählt, nee, aber ich habe auch, glaube ich, nur so Standardkram bekommen. Ich habe es ehrlich, das heißt, ich kann es gar nicht sagen, ob das so war. Ich habe übrigens als letzten tollen Schlag meinen besonders starken Angriff verwendet und bin ein bisschen stolz drauf, weil ich den immer vergesse. Sehr stolz. Stolz darauf, dass du ihn immer wieder vergisst. Ja, man muss dafür quasi die Fiolen zweimal komplett aufladen und dann das richtige Timing haben, sonst funktioniert das nicht. Und zwischendurch ein Schild aufladen und dann bam, bam, bam und dann juhu. Und dann ist er gestorben. Man muss sagen, es war ein unglaublich guter Kampf. Also wir haben gute Arbeit geleistet, keiner ist für uns verreckt. Und ja, das ist doch das, was man haben möchte. Ja, das stimmt. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Ich fand ihn etwas nervig, aber sehr leicht. Ja. Oder war das Zufall? Nee, der ist wirklich nicht so schwer. Wenn du spezielle Teile von ihm haben willst, den Kopf, also die Hörner am Kopf oder die ja, Flügel. Ja, das stimmt. Er ist halt sehr groß, ne? Dann wirst du schon nervig. Und da kann man das sehr schwer treffen dann. Das stimmt. Das ist richtig. Ansonsten ist der nicht besonders schwer. Gut. Was machen wir jetzt? Du wirst jetzt die Endsequenz noch zeigen und ich werde mich verabschieden. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich sie wirklich zeigen muss. Vielleicht verabschieden wir uns einfach beide. Das ist vielleicht interessiert es sie doch nicht so sehr. Oh, cool. Ah, krass. Du hast 3 Ziele zerstört. Nicht schlecht, Mofti. Oh, nicht schlecht. Danke sehr. Sehr toll gekämpft. Ja, danke. Du hast außerdem sehr viele Schätze gesammelt und außerdem hast du eine sehr angenehme Stimme gehabt. Oh, aber nur heute. Du hast ihn gefinisht. Du Teufelskerl. Ja, ich bin ein Teufelskerl. Ich habe den einzigen Gegner in dem ganzen Level umgebracht. Aber mit Ansage. Ja, fast, naja. Ja, alles klar. Dann, liebe Leute, also vielleicht, ich weiß nicht, Mofti, du kannst vielleicht für deine Leute schon mal abmoderieren. Ich lasse bei mir das Video erstmal drin, denn vielleicht wollen sie es hier mal sehen. Okay. Und genau, dann lasse ich dir so viel Raum erstmal. Also Leute, wie gesagt, Monster Hunter wird fortgesetzt, jetzt noch nicht gleich, das war der letzte Part erstmal. Sollten aber interessante Quests kommen oder ein DLC, sind wir beide selbstverständlich wieder mit dabei, um Monster zu jagen. Yay. Aber für heute war es das erstmal, Leute, wir sehen uns dann wieder in Dark Souls, das nächste Serien-Let's Play von mir. Ich danke dir für deine Hilfe, Keller Beast, es war wie immer ein Vergnügen, dich als Mitjäger zu haben, wir werden auch weiter jagen gehen. Und das war schon alles, was ich sagen wollte. Leute, danke fürs Reinschauen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Monster Hunter mit euch zu spielen. Punkt, ja, auch aus. Ich bedanke mich bei euch, ja, bei Mofts Kanal fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mich ausgehalten habt. Ich werde auch das nächste Mal sehr gerne für euch den Moft so ein bisschen in Zaum halten, damit er nicht allzu peinlich ist. Vielen Dank und bis dann. Eine schwerwiegende Aufgabe. Ciao.